Herzlich willkommen hier bei diesem kleinen RNZ-Forum. Sie können sich vielleicht denken, ich bin nicht unser Chefredakteur Dr. Klaus Welzel, sondern ich bin Vertretung hier als unseres Politikredakteur. Es freut mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen zu dieser hoffentlich sehr interessanten Runde. Wir hatten gerade eben schon ein kleines Vorgespräch. Ich glaube, wir haben hier Top-Podiumsgäste, die uns viel sagen können, die auch interessante persönliche Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt mal kurz zum Thema Jung und Radikal. Salafismus ist ein großes Thema, wird hier die Zeit schon diskutiert die Woche. Ich weiß nicht, wer schon ein paar Veranstaltungen mitgemacht hat. Sehr interessant. Und vor allem auch die Frage, wie geht man damit um, wenn junge Menschen sich radikalisieren, wenn man daraus sieht, kein neues Thema, es gibt es in verschiedenen Bereichen. Heute gucken wir mal, was wir dazu auch an Handlungsanweisungen vielleicht rausnehmen können, beziehungsweise was wir gemeinsam auch hier an Ideen suchen können, wie man so einem Phänomen begegnet, wenn man es im Freundeskreis sieht, in der Familie, was man an der Schule machen kann, was man in der Gesellschaft machen kann oder müsste. Hier auf dem Podium bei mir, ich fange mich mit der Dame an, Susanne Schröter, Professorin der Ethnologie aus Frankfurt, sehr interessante Aufsätze geschrieben. Ich habe zuletzt jetzt gerade lesen dürfen, etwas zum Thema Rollenbild eigentlich im Dschihad, welches Frauenbild steckt dahinter. Da werden wir, glaube ich, nachher auch mal drüber sprechen dürfen. Herzlich willkommen. Dann jemand, der in der Bildung hier auch sehr aktiv ist, Landeszentrale Politische Bildung, Felix Steinbrenner. Er wird, glaube ich, vor allem im zweiten Teil wo wir uns sehr damit auseinandersetzen, was kann man denn wirklich machen, wie kann man in die Schule gehen, in die Gesellschaft, was für Tipps, Hilfen kann man geben. Da wird er, glaube ich, sehr viel zu sagen. Herzlich willkommen. Und jemand, dessen Name Ihnen vielleicht gerade einigermaßen bekannt bekommt, weil es da ähnliche Klänge gibt zur aktuellen Politik. Ahmad Mansour, in Palästina geboren, interessante Geschichte, Psychologe inzwischen und unter anderem auch tätig als Berater in sehr persönlichen Bereichen auch unterwegs. Aber vielleicht erstmal zu Ihrer eigenen Geschichte und herzlich willkommen natürlich auf diesen kleinen Applaus. Vielleicht mal zu Ihrer eigenen Geschichte. Jung und radikal heißt das ja hier. Nein, danke. Sie haben, wie ich lesen konnte, auch aus Ihrer eigenen Feder eigentlich den Weg ursprünglich mal bestritten habt. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was ist da passiert, was haben Sie erlebt, als Sie 13, 14 waren? Ja, es ist immer peinlich, über mich zu erzählen, aber ich habe es auch bewusst auch getan vor ein paar Jahren, weil ich immer wieder diese Paralitäten zu vielen Jugendlichen, die ich begleitet habe, gesehen. Also die Gründe, die Motivation, wieso jemand sich radikalisiert. Und bei mir war es nicht anders. Ich habe nicht so gut Fußball gespielt und ich wurde gemobbt in der Schule. Ich war Streber, habe kaum Freunde gehabt, war in einer Phase, wo ich unzufrieden war. Und dann hat es ein Imam das bemerkt und mich eingeladen, zu seiner Koranschule zu gehen. Die ersten Monate waren wunderbar, das werde ich auch nie vergessen. Da habe ich halt gelernt, wie man den Koran ausspricht, wir haben die Geschichten, die Interpretationen halt gelernt, wir haben halt über meine Geschichte, über meine Religion viel erfahren können. Aber ich habe vor allem Freunde gefunden und ich habe vor allem Mission und Aufgabe bekommen. Aufgabe, andere zu missionieren, den Islam aufzuklären. Und mit der Zeit wurde aus diesem sehr guten Koranunterricht eine Ideologie, und zwar eine sehr radikale Ideologie, die eigentlich viel mehr mit Hass zu tun als mit Religion, anderen abwerten, die kein Kopftuch tragen, anderen abwerten, die Alkohol trinken, anderen abwerten, die nicht zu meiner Gruppe gehören. Das waren auch Muslime darunter, natürlich meine Eltern vor allem, die nicht religiös damals waren. Das war meine Möglichkeit zu rebellieren gegen einen sehr patriarchalischen Vater, sehr patriarchalischen Großvater. Und diese Möglichkeit habe ich eigentlich in diese Gruppe gefunden. Deshalb habe ich mich da tragisch heute radikalisiert, weil meine Ansichten, meine Einstellungen waren sehr eindimensional und sehr abwertend gegenüber alles, was nicht dazu gehört. Ich lasse mir hier mal die Lücke offen und frage später nochmal nach, wie Sie geschafft haben, da nicht mehr dabei zu bleiben. Spannend ist ja, was mir jetzt aufgefallen ist, zwei Sachen, Außenseiterrolle, die Sie selber für sich erstmal definieren, Sie haben eine Gemeinschaft gefunden. Und das zweite war, Sie haben Vorbilder gesehen und ein neues Ziel gesehen. Ist das typisch für solche Entwicklungen eigentlich, dass so Bewegungen da ansetzen und sagen, wir bieten eine neue Gemeinschaft? Geht es ein bisschen lauter, bitte? Das Mikrofon ist nicht da. Bei mir auch? Ja. Hörst du mich? Ja. Ja, ist gut. Schlapp? Okay. Ziehen wir den Bus sonst raus. So, besser? Ja, besser. Danke.
Ja, es kommt drauf an. Es gibt nicht ein einziges Radikalisierungsmuster. Wenn wir mal schauen nach Syrien, zum IS, da kämpfen 40.000 ausländische Kämpfer aus unterschiedlichen Ländern der Welt, aus westlichen Ländern, aus China, aus klassischen arabisch-muslimischen Ländern. Das größte Kontingent sind übrigens Tunesier und auch Tunesierinnen, die dort hingewandert sind. Und da gibt es doch deutlich unterschiedliche Gründe. Also wenn wir hier in einer pluralistischen Gesellschaft, die endlich dazu mal sich bekannt hat, Einwanderungsgesellschaft zu sein, in Deutschland schauen, da gibt es natürlich definitiv als Gruppe für junge Muslime dieses Gefühl, Außenseiter zu sein, nicht wirklich anerkannt zu sein, von der Mehrheitsgesellschaft vielleicht in irgendeiner Weise ausgeschlossen zu sein. Das wird relativ häufig berichtet, aber es ist nicht durchgängig. Es gibt natürlich auch junge Konvertiten, Mittelständler, die sind auf dem Gymnasium gewesen, die haben keine Außenseitererfahrung, definitiv nicht. Auch nicht alle sind gemobbt worden, einige ja. Wenn man sich anschaut, wer von den jungen Männern in den Dschihad zieht, da gibt es natürlich viele, die waren in der Schule nicht sonderlich gut, also anders als Sie jetzt, Herr Mansour. Das ist das Gegenteil von Streber, die haben nicht die besten Noten nach Hause gebracht oder die waren auch optisch oft nicht so, dass man sagen kann, die ganzen Mädchen in der Schule werden sich um die gerissen haben. Also da gab es sicherlich viel Grund auch für Kompensation. Und eine Gruppe zu finden, die einen anerkennt, bedingungslos, einfach weil man Mitglied der Gruppe ist, das tut jedem gut. Und je schlechter es einem persönlich geht, desto besser tut es einem. Aber ich würde sagen, selbst für diejenigen, die eine super Familie haben und die gut aufgehoben sind, die eine glänzende Zukunft hätten, ist das auch etwas Verführendes, eine kleine, enge Gruppe zu haben, in der einen alle lieben und die auch noch von sich der Meinung ist, dass sie mit einem grandiosen Auftrag gesegnet ist. Einem Auftrag, der bigger than life ist, dass sie teilhaben können an einem grandiosen Projekt, das die Welt verändert und dass sie auch noch Gottes Segen dabei haben. Also ich glaube, das sind ganz überzeugende Ideologien, die für viele Jugendliche sehr attraktiv sind, egal in welcher Situation sie sind. Aber wie gesagt, wer Probleme hat mit der Anerkennung, wer Probleme hat mit seinem Selbstbewusstsein, ist natürlich gefährdeter. Das ist für Deutschland. Für die Tunesier, die größte Gruppe der Auslandskämpfer des IS, gilt das sicherlich nicht, weil das ist ein muslimisches Land. Und die Leute sind nach der Arabella gekommen, die hatten relativ viel Spielraum, als die tunesische Version der Muslimbruder, die Ennahda, die Wahlen gewonnen hat, konnte man von Unterdrückung definitiv nicht mehr reden, sondern da war das Gegenteil der Fall. Da haben die Leute versucht, auf der Straße tatsächlich Macht zu exerzieren. Da sind missliebige Personen des öffentlichen Lebens bedroht worden, das sind Universitäten angegriffen worden, weil sie die Geschlechtertrennung nicht durchgesetzt haben, da sind Kunstausstellungen abgebrannt worden, etc. Das war eine ganz andere Triebfeder. Da ging es darum, tatsächlich eine radikale Ideologie tatsächlich politisch und gesellschaftlich durchzusetzen. Und das sind die Leute, die aus Tunesien jetzt bei mir sind. Also zwei ganz, ganz unterschiedliche Gruppen und das zeigt schon, dass die Situation äußerst komplex ist und dass man mit so eindimensionalen Erklärungen eigentlich nicht weiterkommt. Bleiben wir trotzdem mal ein bisschen im Land hier, weil das ist jetzt, was uns interessiert, die Jugendliche, die hier in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Heidelberg entsprechend angezogen werden von solchen Ideologien und da ihr Heil finden, vielleicht mal ein Steinbrenner. Sie als Vertreter der Landeszentrale für politische Bildung sind schon eine Weile in dem Bereich eigentlich unterwegs. Extremismusprävention ist ja nicht erst neu erfunden jetzt, seit Salafisten im Land unterwegs sind und diese Bewegung zu nehmen, das gibt es schon immer. Sehen Sie da Gemeinsamkeiten oder Typisches, was Extremismus interessant macht für Jugendliche? Okay, danke für die Frage. Also, ja, Sie kommen. Also grundsätzlich muss ich gleich mal transparent machen, wie wir versuchen zu arbeiten. Wir arbeiten auf der Grundlage der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, wo es dann also einfach menschenfeindliche Einstellungen gibt, wo es dann sicher Parallelen gibt mit dem Salafismus und zum Beispiel auch dem Rechtsextremismus. Also dass wir da auf Einstellungsebene sicher Gemeinsamkeiten haben und die man in der
Wissenschaft in Deutschland sich ja auch auf Erfahrungen zurückhalten kann im Kontext von rechtsextremer Radikalisierung auf jeden Fall, oder könnte zumindest, wenn man das auch vielleicht mal systematisch versuchen würde. Und wenn man in den 90er Jahren die Jugoslawien-Ausreise zum Beispiel auch vielleicht damals schon als Problem richtig identifiziert hätte, vielleicht heute auch solideres Erfahrungswissen oder wissenschaftliches Wissen hätte, auf das man jetzt auch in den Pädagogen zurückgreifen kann. Ansonsten würde ich, glaube ich, an der Stelle gerne mal Thomas Rauschenbach zitieren, den also Chef des Deutschen Instituts, der in der letzten Publikation geschrieben hat, wir dürfen alle die Grenzen unserer Unwissenheit einfach nicht unterschätzen, weil wir einfach dieses Zusammenspiel, glaube ich, zwischen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren mit auf der jetzigen wissenschaftlichen Grundlage, glaube ich, noch nicht richtig erfasst haben. Also wovon wir sprechen, sind ja dann von Sicherheitsbehörden, also genau, vor allem genannte Fallzahlen, also es ist ja auch schwierig, an das Forschungsobjekt auch reinzukommen aus wissenschaftlicher Perspektive. Die Zugänge fehlen meines Erachtens auch, so dass ich da auch, also grundsätzlich auch Schwierigkeiten habe, mich da jetzt auch festzulegen, auch so auf Parallelitäten, als würde man nur, ja, im Kern eigentlich nur Vermutungen anstellen wollen. Es wird ja weit verbreitet, dass es so eine Verliererschicht sei, die sich hier in Deutschland nicht wohlfühle jetzt momentan. Also einerseits beim Rechtsextrem, die dann in entsprechende Gegenden ableiten, andererseits bei Islamisierungstendenzen, dass es Migrationshintergrund ist, man fühlt sich nicht richtig in der Mehrheitsgesellschaft angekommen, hat da entsprechende Probleme. Das teilen Sie so nicht in der Formulierung. Also nicht in der Totalität dieser Aussage. Das gibt es, wie gesagt, aber es gibt auch ganz andere Fälle. Und da muss man, also ich gebe Ihnen absolut recht, wir haben im Moment nur Hypothesen. Wir stehen eigentlich am Anfang der Forschung und wir haben Zahlen von Sicherheitsdiensten, wir haben ein paar Zahlen aus der Pädagogik, aus den Präventionsprojekten. So, und das war's, ja. Ein bisschen Medienanalyse, sehr rudimentär. Vielleicht mal so, was ist denn Ihr Eindruck, was ist es dann, was in diese Richtung treibt? Also es ärgert mich zum Beispiel, dass wir immer wieder mit monokausalen Erklärungen unterwegs sind. Dass halt Leute irgendwie sagen, die Leute radikalisieren sich, weil sie diskriminiert werden. Also wir haben über 600 Familien vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die wir betreuen. Wir persönlich überlegen 150 Familien. Und keiner hat sich radikalisiert in Diskriminierungserfahrung. Diskriminierungserfahrung wirkt als Rutschfaktor. Wenn jemand schon drin ist, dann bestätigt das seine Bild, seine Einstellungen. Aber das sind nicht die Gründe. Die Gründe sind ganz anders. Und die Gründe sind sehr vielfältig und die Gründe sind psychologisch, soziologisch, aber auch innerfamiliär. Und wir müssen erstmal überhaupt definieren, was radikal ist. Reden wir hier nur für diejenigen, die nach Syrien und Irak gehen? Reden wir von diesem Projekt oder reden wir von ganz anderer Ebene? Und ich bin nicht der Meinung, dass die Sicherheitsapparate hier die Zahlen liefern. Die beobachten eine bestimmte Gruppe, die sehr gefährlich ist, die auch zu Gewalt aufruft. Aber wir als Zivilgesellschaft müssen in ganz andere Gruppen in Betracht ziehen. Und zwar in der Pädagogik, in den Schulen. Ich werde sie nicht als radikal bezeichnen, aber das sind Jugendliche und junge Menschen, die wir erreichen müssen, weil sie in sich Werte und Ideologien oder Teilideologien tragen, die in eine demokratische Kultur sehr problematisch sein können. Wenn wir aber schauen, diese Gruppe von Islamisten, wo die Eltern anrufen und sagen, mein Kind ist radikal und nach auch einer psychologischen, soziologischen Analyse auch wir der Meinung sind, das sind radikale Tendenzen dabei, dann merken wir A, das sind meistens Leute aus Familien, wo der Vaterfigur fehlt, also fehlende Vaterfigur, übrigens im Rechtsextremismus genauso. Das bedeutet, der Vater war nie da oder der Vater ist da, aber er hat an Autoritäten verloren. Das kann Menschen treffen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, Oberschicht, Unterschicht, Leute, die Thomas heißen, Leute, die Yelmaz heißen, Leute, die Ahmad heißen, Frauen wie Männer, bildungsnah, bildungsfern. In Deutschland zum Beispiel, die Leute, die ausreisen, das sind nicht die großen bildungsnäher Menschen, aber guckt man nach England zum Beispiel, merkt man ganz andere Leute, die zum Beispiel ausreisen. Aber ich bin nicht nur bei dieser Gruppe. Dann merken wir, dass sie zum Beispiel Menschen, die weniger soziale Kontakte haben. Andere, die irgendwie kritische Lebensereignisse in sich tragen, Tod von Opa, Oma, Mutter, Vater, Menschen, die irgendwie in dieser Gesellschaft das Gefühl der Entfremdung erleben.
das kann nicht nur ein Migrant erleben, sondern es kann auch Mann oder Frau ohne Migrationshintergrund, der einfach das Gefühl hat, er ist nicht angekommen. Wenn alle diese Faktoren und andere auch eine kritische Masse erreichen, in dem dieser junge Mann oder Frau das Gefühl hat, er kann das nicht mehr ertragen, er sucht nach etwas, dann öffnet sich ein Fenster, wo sie ansprechbar vor radikalen Tendenzen. Und leider ist es heute so, dass die Islamisten, die Extremisten, diejenigen, die diese Fenster erkennen und Angebote machen, Emotionalität schaffen, Bezugspersonen werden für diese Menschen und dann von da, bis sie sich radikalisieren, ist ein sehr kurzer Weg. Das heißt, nach Ihrer Ansicht gibt es diesen Grund, viele Menschen, die empfänglich sind für solche Menschen, und das eigentliche Problem sind aber die, die diese Menschen abholen können, momentan den Zugang finden. Teilweise natürlich, weil wir als Gesellschaft, als Pädagogen in der Lage sein müssen, diese Fenster zu erkennen, wenn jemand auf der Suche ist und da auch Gegenangebote machen. Wenn diese Feld nur die Radikalen überlassen wird, die da diese Jugendliche ansprechen und Angebote machen, dann haben wir verloren. Ich sage es auch in aller Deutlichkeit. Heute sind die Islamisten die besseren Sozialarbeiter. Sie sind nicht in den Moscheen, sie sind überall unterwegs, wo die Jugendlichen sind und machen ihnen Angebote. Sie stehen vor den JVAs und holen die Menschen, die jetzt gerade entlassen werden, geben ihnen Bücher und tauschen Nummern und sagen ihnen, wir wollen dich hier nie wieder sehen. Das ist halt Anerkennung. Sie sind vor dem Casino, wo diese Jugendlichen ihre allerletzte Euro verloren haben, machen ihnen sehr verlockende Angebote. Sie sind da, wo diese Jugendlichen Diskriminierungserfahrungen erlebt haben. Sie sind vor der Schule. Sie sind da, wo die Jugendlichen mit ihren Zeit nicht anfangen können. Und sie geben ihnen das Gefühl, dass sie zu einer Elite gehören können, wenn sie sie anschließen. Dieses Gefühl, besser zu sein, das Gefühl von Gott, viel mehr geliebt zu werden als andere, das ist Macht, das diese Jugendlichen brauchen. Und das wird von diesen Gruppierungen instrumentalisiert und ausgenutzt. Wenn wir da keine Angebote machen, dann lassen wir dieses Feld dieser Radikalen. Und es ist leider der Fall gerade. Also ich überspitze ein bisschen, aber unsere Pädagogik, unsere Sozialarbeit ist damit überfordert. Und da müssen neue Konzepte entwickeln, um diese Jugendlichen zu erreichen. Ansonsten wird das Problem größer werden. Herr Steinbrenner, ist das eine Erfahrung, die Sie teilen? Kommen Lehrer zu Ihnen, kommen Sozialarbeiter zu Ihnen, die sagen, wir haben bei Jugendlichen, wir sehen das, wir haben keine Konzepte, wir können gar nicht einschreiten, andere machen unsere Arbeit viel besser, beziehungsweise effektiver, haben besseren Zugang zu Jugendlichen als wir, die das eigentlich können müssten? Also bin ich ganz klar mit Jein antworten, also was Herr Mann so geschrieben hat, das kann ich nicht bestätigen, aber auf jeden Fall, dass Lehrkräfte da auf jeden Fall groß unsicher sind, auf jeden Fall, wie sie sich denn verhalten sollen. Und ich glaube, dass, also vor allem meine Zielgruppe, vor allem Lehrkräfte, einfach den fehlt es an grundlegendem Wissen oft, also man grundsätzlich über den, glaube ich, über den Islam, dann grundsätzlich auch an Zugang zu ihren Jugendlichen. Sie sind, glaube ich, mit der Gesellschaft konfrontiert, einer interkulturellen Gesellschaft, in der sie, so habe ich den Eindruck, auch nicht klarkommen. Und da würde ich dann wieder zustimmen, fehlt es, glaube ich, an Konzepten. Das sind es auch bei den Lehrkräften. Und da würde ich auch sagen, braucht man vielleicht eine unterschiedliche, auch eine andere Ausbildung, vielleicht der Lehrkräfte oder andere Strukturen von Fort- und Weiterbildung, um dort zu sensibilisieren, um die dann auch zu stärken und die auch sprechfähig machen zu können gegenüber ihren Jugendlichen im Allgemeinen. Also ich meine, in Schulklassen in der Regel Heterosynchron, wo eigentlich alle ja zwangsweise versammelt sind. Und, aber die Unsicherheit, die sehe ich aber auf jeden Fall auch, oder auch, ich würde fast sagen, dann auch Unfähigkeit teilweise auch mit Phänomenen umgehen zu können. Frau Schröder, ist das auch was, was Sie erleben oder beobachten können, dass die Lehrkräfte ja meist aus der Mehrheitsgesellschaft kommen, das gar nicht verstehen, was da wirklich passiert und allein deshalb keine Ansatzpunkte finden? Ja, das sehe ich nicht aus. Also ich kriege durchaus Anfragen, werde auch nächste Woche eine Fortbildung in der Schule haben für die Lehrkräfte, weil das Wissen über den Islam allein schon und dann über Radikalisierung, aber auch über viele andere Dinge, die in einer doch sehr vielfältigen Gesellschaft gewusst werden sollten, nicht gewusst werden. Also wir haben tatsächlich in den Lehrplänen der Schulen, da haben wir ein Loch, würde ich mal sagen. Da sollte nachgebessert werden. Aber ich will
dennoch jetzt mal den Blick wegbringen von Sozialarbeit, Jugendarbeit und auch Pädagogik und mal zurück auf die Gesellschaft schauen, weil auch da versteht man natürlich, wenn man sich anschaut, was suchen denn Jugendliche eigentlich und was finden sie in dieser Gesellschaft. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, ja? Der hat es zwar nicht gerne, wenn er permanent kontrolliert wird, aber dennoch ist er kein Einzelgänger. Und in unserer Gesellschaft leiden viele Menschen, nicht nur mit Migrationshintergrund und nicht nur Muslime, an Vereinsamung. Die haben keine Gruppe, die haben kein echtes Zuhause, die haben keinen Ort, wo sie zugehörig sind, wo sie sagen können, ja, das ist meine emotionale und soziale Heimat. Zweiter Punkt ist, dass gerade Jugendliche ausgeschlossen werden in vielfacher Weise von Verantwortung für die Gemeinschaft. Jugendliche werden als Schüler nicht wirklich ernst genommen, die dürfen mal was sagen, aber ansonsten sind sie doch in einer weitgehend machtlosen Position, in der Jugendarbeit sind sie in einer machtlosen Position. Das heißt, was ihre Ideen für die Umgestaltung einer, der Gesellschaft, wenn sie sie denn haben, die hört sowieso niemand. Da gibt es einen großen Bedarf, es gibt einen Bedarf an Gruppe, an Zugehörigkeit und an Bedeutung. Herr Mansour hat das auch schon angesprochen. Nicht nur im Sinne des, ich bin besser als jemand anderes, sondern überhaupt, ich bin jemand. Ich bin jemand und ich bin wichtig. Und das, was ich sage und tue, ist wichtig. Ist nicht nur wichtig vielleicht für meine Mutter oder meinen Vater, sondern auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, da haben wir... Das konservatistische Gruppen nicht unbedingt den Ruf, dass man da gestalten kann, dass man da Freiheiten entwickelt. Das ist ja sehr gesetzestreu in dem Sinne, dass man eigentlich... Das ist absolut, falsch. Ich habe mit Salafisten vor drei Jahren Interviews geführt, auch in Moscheen, und kann ganz klar sagen, in den Moscheen, in denen salafistische Gruppen auch Frauengruppen sind, die haben die meisten Gestaltungsspielräume. Die nehmen die sich auch, weil sie nämlich von ihrer Ideologie her auf eine Zukunft ausgerichtet sind, in der ihr Beitrag gewünscht und gefordert wird. In vielen anderen Moscheen, das können die Frauen vielleicht mal Lammatschuhen backen oder irgendetwas tun, was so ein bisschen, naja, die Versorgungslinie ist. Aber eine Salafistin ist davon überzeugt, dass ihr Beitrag für dieses gemeinsame Ziel, nämlich dass Gottes Gesetz überall gilt und durchgesetzt wird, dass ihr Beitrag wirklich essentiell ist. Und das hat man in traditionellen Moscheen in der Regel nicht. Und solange die Frauen nicht in Syrien sind, jetzt sind wir bei der Gender-Komponente, haben die in der Tat sehr viel mehr Handlungsspielräume, als sie vielleicht in traditionellen Familien haben oder auch in traditionellen Moscheen haben. Also in gewisser Hinsicht kann eine salafistische Gruppe in Deutschland tatsächlich ein Befreiungsort sein, in dem man ganz neu denken kann, in dem man als Einzelner wahrgenommen wird. Und dann müssen Sie noch dazu sagen, salafistische Gruppen lesen den Koran, und zwar lesen sie ihn auf Deutsch und sie setzen sich damit auseinander. In vielen Moscheen hört man das auf Arabisch, die Leute verstehen aber kein wirkliches Arabisch. Das heißt, sie haben auch da nicht das Gefühl, dass sie mit ihrer Religion tatsächlich etwas anfangen können. Und das alles ist in salafistischen Gruppen definitiv anders. Also ich kann durchaus verstehen, warum es junge Leute dahin zieht. Da finden sie nämlich erstmal vieles, was ihnen fehlt. Dass das im zweiten Schritt dann wieder eine Illusion ist und dass sie in einer absoluten Zwangslage gelandet sind, das ist was anderes. Das weiß man aber nicht am Anfang. Nicht nur das, also ich glaube, dass sie auch, also diese Gruppierungen eine Marktlücke gefunden haben. Die Moscheen orientieren sich meistens an die erste, zweite Generation von Leuten, die hier sind, die behandeln Themen, die aus dem Heimatland kommen, die meisten Imame kommen auch, wenn man Didi zum Beispiel anschaut, kommen auch aus der Türkei, bleiben hier 3-4 Jahre, kennen sich in der Welt, die sie sicher nicht, das ist nicht nur die Sprache, das ist auch halt die Themen, die da bearbeitet. Das ist alles legitim. Auch diese Gruppe muss eine Betrachtung finden, sie müssen auch die Aufmerksamkeit bekommen. Aber was ist mit den Jugendlichen? Die sitzen da und sagen, ich verstehe die Hälfte nicht, B, das sind nicht meine Themen. Ich interessiere mich für was anderes. Und dann kommt Pierre Vogel oder Sven Lau und reden auf Deutsch. Sie reden im Internet, wo die Jugendlichen sind. Und sie reden über Themen, die diese Jugendlichen interessieren. Sie reden auch ihre Sprache, also die Jugendsprache benutzen sie. Und das kommt sehr, sehr gut an. Was Frauen angeht, noch ein Stück weiter, sie erleben
diese Gruppierungen anschließen, diese Ideologie alles befreien. Vorher hat der Vater oder die Mutter gesagt, oder der Bruder, du darfst das und das nicht, auf die Frage, wieso, kam, bei uns ist es so, um 18 Uhr musst du zu Hause sein, am Schwimmunterricht darfst du nicht teilnehmen, einen Freund darfst du nicht haben und. Und manche von denen erleben das als unfair, weil der Bruder darf viel mehr als die Schwester. Und dann kommen die Islamisten und sagen, das ist keine Gleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet, nicht nur du, sondern auch dein Bruder darf keine Sexbude haben. Nicht nur du, sondern auch dein Bruder darf am gemischten Schwimmunterricht nicht teilnehmen. Und nicht nur das, du darfst dich nicht den Bruder und den Vater unterordnen, sondern Gott unterordnen. Und dann sagte mir ein Vater aus Berlin, meine Tochter konnte nicht von Neukölln nach Spandau allein fahren. Und auf einmal von heute auf morgen ist sie in Syrien. Die erlebt das alles eine Art von Emanzipation aus ihrer Familie und die Familie kann dagegen nichts machen. Und das ist etwas, was leider patriarchalische Strukturen diese Entwicklungen auch begünstigen können. Auf diese Art und Weise, aber auch bezüglich die Männer genauso. Also es ist eine Art Jugendrevolte auch. Wer früher Punk war, um sich gegen seine Eltern, gegen die Strukturen aufzulehnen, ist heute... Nein, das sagen sie auch alle. Was Jugendkultur angeht, es gibt zwei Ebenen. Es gibt natürlich diese sehr radikale Jugendgruppe, also die Islamisten zum Beispiel, wenn man Melato Ibrahim annimmt, die jetzt verboten in Deutschland ist, dann sind sie ein Jugendgang. Sie haben Symbole, sie haben Kleidung, sie haben Sprachen, sie haben auch, sie nehmen auch die Elemente der Popkultur und benutzen, vereinnahmen das für sich. Wenn man zum Beispiel schaut, wie über Angstpädagogik Videos gemacht wird, das sind Videos von Blockbuster aus Hollywood, ich sage nur Adidas, dieses Symbol wird ausgenutzt und eigentlich ganz anders interpretiert, das ist ein Jugendgang. Es gibt aber auch Jugendkultur von Jugendlichen, die auf der Suche sind, die einfach ihre Religion auf eine sehr bestimmte Art und Weise verstehen. Das ist weit verbreitet als die Salafismus. Das sind nicht die Radikalen, aber das sind diejenigen, die ihre Religion als Halal und Haram verstehen. Das sind diejenigen, die ihre Religion als der Beste verstehen, als Tabu, als ausschließende Ideologie. Das sind Rollenbilder, die sie tragen. Das ist auch eine Art von Jugendkultur. Die ist im Vergleich zum Salafismus harmlos. Aber die interessiert mich vor allem, weil das ist die Aufgabe der Pädagogik, diese Jugendlichen zu erreichen, ihnen Alternativen anzubieten und Gegennarrative zu präsentieren. Aber das ist nicht, also es ärgert mich, dass viele Leute das ausnutzen, um zu sagen, das ist eine Jugendkultur, er existiert jetzt 2-3 Jahre, das ist jetzt cool, Salafist zu werden und in 5 Jahren werden sie alle irgendwie, wie alle anderen, ihren Weg in diese Gesellschaft finden. Das ist so nicht vorherzusehen. Und das wird uns Jahre noch begleiten und das ist eine Ideologie dahinter. Das ist nicht nur Jugendkultur, sondern eine Ideologie dahinter, die diese Jugendlichen dazu bewegen konnte, dass wir sie verlieren. Auf diese Art und Weise, dass sie nach Syrien ausreisen oder dass sie unsere Werte, unsere Demokratie einfach total ablehnen. Das heißt, wir sehen da jetzt eine Spitze, wo aber die Idee, in Gut und Böse sehr streng zu teilen, die zu einer Demokratie eigentlich gar nicht passt, sehr viel weiter verbreitet. Die Spitze ist die Dschihadisten. Darunter kommen die Salafisten. Das ist auch ein Sammelbegriff von vielen Gruppierungen, die ganz unterschiedlich auch denken und handeln. Und dann kommt diese Riesengruppe, die ihre Religion auf diese Art und Weise versteht. Ich nenne das Generation Allah. Die Religion ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Und diese Gruppe, wenn wir sie nicht erreichen, ist der Pool, von dem dann die Islamisten ihre zukünftige Kämpfer rekrutieren. Und die müssen wir erreichen, bevor die Salafisten das tun. Dann gehen wir doch gleich einen Schritt weiter. Wie erreichen wir diese Gruppe? Was hat sie persönlich damals zur Umkehr bewogen? Was hat sie dazu gebracht, sich abzuwenden von ihrem Imam? Ich habe gelesen, und zwar nicht nur den Koran, sondern ich musste nach Tel Aviv, habe da studiert und wenn man Psychologie studiert, dann muss man ganz viel lesen und das Studium in Tel Aviv ist ganz anders auch gesteckt. Da geht es nicht nur um Leistungsabzurufen, sondern es gab ganz viele Diskussionen. Ich musste meine eigene Meinung bilden, das war für mich etwas Neues, weil ich auch aus Familie komme, wo ich der Meinung von meinem Vater, Großvater übernommen habe, ohne viel darüber nachzudenken und auf einmal musste ich auch selber nachdenken. Und dann merkte ich auch die Doppelmoral in dieser Gruppe, dass die eigentlich Gerechtigkeit predigen, aber der Imam seine Schwester die Erde verweigert oder seinen
sein Kind aufschlägt. Und das hat mich dazu motiviert, dann auszusteigen. Wenn es aber allgemeiner geht, wie wir diese Gruppe erreichen, dann sind das nicht die spektakulärsten Konzepte, die wir entwickeln müssen. Das sind einfache, grundlegende, pädagogische Denken, die wir da installieren müssen. Wir müssen vor allem diese Ehrwehrdebatte aufbauen. Das heißt, es darf nicht sein, dass diese jungen Menschen immer wieder das Gefühl bekommen, dass sie im Fremdkörper sind, dass sie nicht dazugehören, dass sie in ihrem religiösen und kulturellen Hintergrund nicht dazugehören. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Workshop gehabt zum Thema Geschlechterrollen. 3 Stunden, das war eine unglaubliche Diskussion. Viele dieser jungen Menschen waren der Meinung, meine Schwester werde ich ermorden, wenn sie zum Beispiel sex.de hat. Und innerhalb von 3 Stunden haben wir sie dazu motiviert, darüber nachzudenken. Und dann entsteht die Lehrerin und sagt als Zusammenfassung, ich bin dankbar, dass ich nicht als Muslima zur Welt gekommen bin. Das ist etwas, was die Jugendliche dazu motiviert, nicht nachzudenken, sondern sich in ihren Einstellungen sogar noch zu verharren. Ein anderes Beispiel ist eine Lehrerin, die sagt, in meiner Klasse gibt es 30 Türken. Also diese Aussage, Türken, ist schon problematisch. Aber wir gehen rein in der Klasse und da waren 2 mit türkischer Hintergrund. Das waren albanische, arabische, libanesische, alles mögliche. Aber für sie waren ihre Schüler, mit denen sie 2 Jahre arbeiten, alle Türken. Das ist abwertend. Und das führt dazu, dass diese Jugendliche eine andere Identität suchen. Eine Identität, die wir uns nicht gefällt. Eine Identität, wo sie sich aufwerten können, anderen abwerten. Diese Ehe-Wir-Debatte muss aufhören. Dann müssen wir Räume schaffen, wo diese Jugendliche über ihre Themen reden können, über Nahostkonflikt, über Syrien, über der Ort der Islam zu Deutschland. Diese Räume haben wir in den Schulen nicht. Und das müssen wir unbedingt installieren, weil sie suchen diese Informationen und landen dann bei den Islamisten, die ihnen Verschwörungstheorien, antisemitische Einstellungen und Schwarz-Weiß-Bilder vermitteln. Merkel war vor einem Monat in einer Schule in Neukölln, wollte mit den Schülern und Schülern über Europa reden. Aber keiner hat sich interessiert für das Thema Europa. Sie haben 2 Fragen gestellt. Wieso werden wir diskriminiert? Und B, wieso verkauft ihr Waffen an Israel? Und auf diese beiden Fragen konnte unsere Kanzlerin nicht richtig antworten. Und da müssen wir diese Räume schaffen, damit die Jugendlichen auch Antworten finden oder zum Nachdenken kommen. In England gibt es Debattierclubs, wo diese Jugendlichen immer wieder argumentieren müssen. Das müssen wir auch hier in Deutschland haben. Wer selber denkt, wer selber seine Einstellungen in Frage stellt, radikalisiert sich nicht so einfach. Und diese Räume haben wir auch nicht. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die vielleicht später nicht. Sind jetzt Gruppen, die sich augenscheinlich erstmal an die Schulen richten, dass das da Lehrer mit falschen Einstellungen unterwegs sind und auch überfordert? Zweitens auch vielleicht an eine politische Bildung, die da ein Problem ist? Sind das Ansatzpunkte, wo Sie hauptsächlich sagen, Herr Steinbrenner, da passiert zu wenig oder es wurde in den letzten Jahren vernachlässigt, dass politische Bildung fehlt, muslimischer Religionsunterricht ist ja gerade ein bisschen als Allheilmittel in der Diskussion. Sind das wichtige Ansatzpunkte für Sie? Naja, also grundsätzlich hat man in Baden-Württemberg gute Voraussetzungen, weil ja alles darin steht, dass Gemeinschaftskunde reguliertes Schulfach ist in der Landesverfassung. Das ist ja prima. Wird ja schon kritisiert, dass ja, vor allem in Realschulen und Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen dann auch in den Fächerverbünden eben Politik einfach versteckt wird und dass dann so Auseinandersetzungen oder Orte, wo überhaupt das politische System oder Demokratie diskutiert werden kann, gar nicht mehr da sind, weil auch die Menschen, die das unterrichten, da auch gar nicht können. Also es gibt gar keinen Vorwurf da an der Stelle, aber sie können es einfach nicht, weil sie anders ausgebildet sind. Also von daher würde ich da auf jeden Fall zustimmen und dann denke ich auch an solche Punkte, wie Debatten aufzubrechen, da würde ich Ihnen auch zustimmen, dass es da, glaube ich, grundsätzlich für Baden-Württemberg gesprochen in der Aus- und Weiterbildung für pädagogische Berufe einfach an Angeboten fehlt, wo überhaupt die Berufe dann ausüben, überhaupt über solche Fragen mal nachdenken können. Also ich habe das mal beispielhaft für die Stadt Stuttgart, die Fortbildung für Erzieherinnen, Erzieher, typischer, was es da in der Richtung für Angebote gibt. Also so ein dickes Buch wie ein Telefonbuch, es gibt ein Angebot, nichts wissen, handeln müssen heißt das, wo es um solche Fragen geht und das ist fatal eigentlich und da denke ich, gibt es auf jeden Fall strukturelle Lücken. Ja, politische Bildung ist aber dann, würde ich auch sagen, kein Allheilmittel, also
der, mit dem man dann auch Radikalisierung begegnen kann. Die stößen sich auch an Grenzen, da kann man die noch andere Akteure spielen. Und es ist, glaube ich, wenn wir auf Schule beziehen, und wir beziehen natürlich auch ein Kirchensthema. Also man kann nicht sagen, dass der Politiklehrer ist total sensibilisiert und weiß, mit seinen Schülern umzugehen, und die Biologielehrerin macht alles wieder kaputt, falls sowas passieren würde. Also es wäre ja auch nicht gut. Ansonsten ist natürlich Schule halt einer der großen Sozialisationsorte in unserer Gesellschaft, wo die Jugendlichen alle sind. Von daher wäre sie da sicher geeignet, um auch viel Gutes tun zu können. Und ich glaube, in Baden-Württemberg, auch mit dem Ausbau der ganzen Schulen und so weiter, wird es auch eher gegen so Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sprechen, auf lange Sicht. Also das ist ein bisschen prognostisch gesprochen, aber ich denke doch, dass der Schule eigentlich der Ort ist, an dem wir eigentlich auch denken müssen in der Auseinandersetzung um die demokratiefeindliche Haltung und etc. Und dort vielleicht auch, und das wäre mein Wunsch als politischer Bildner, vielleicht auch Emotionen, also eine positive Emotion gegenüber der Demokratie zu schaffen. Ja, also auf die Frage nach Religionsunterricht habe ich nicht geantwortet, das weiß ich. Das ist auch nicht so mein Spezialgebiet, aber ich weiß, dass es diskutiert wird als ein Versuch. Und da hat Baden-Württemberg auf jeden Fall noch Schwächen. Also da wäre natürlich einfach das Grundgesetz dann auch konsequent einfach umzusetzen. Ist es nicht aber auch eine Gefahr, wenn man sagt, man verlässt sich auf die Schule und vernachlässigt zivilgesellschaftliches Engagement, Freunde und Familie, die ja auch in der Verantwortung stehen, bei sowas aufmerksam zu werden, die muslimischen Gemeinden, Verbände, die ja auch entsprechend Gegenangebote geben können. Gerade wenn wir vorhin gehört haben, Salafisten nutzen es, dass sie wirklich überall vor Ort sind und sich präsentieren. Das kann Schule ja doch nicht leisten. Das ist aber nur gesamtgesellschaftlich zu bewältigen. Das ist keine Aufgabe der Schule alleine. Sondern wir brauchen alle, wir brauchen die muslimische Akteure, wir brauchen die Eltern, wir brauchen die Mehrheitsgesellschaft, wir brauchen die Migrantenorganisationen, Schulen, Sozialarbeiter, alle. Das ist keine Aufgabe, die man innerhalb von ein, zwei Jahren bewältigen kann, sondern es ist eine Aufgabe, die uns begleiten wird. Es geht um Demokratie, also für Demokratie begeistern. Wir können heute sehr leicht für Apple-Produkte eine Generation begeistern, aber wenn es um Freiheit geht, um Demokratie geht, dann versagen wir. Und da muss Umdenken dazu kommen, um das zu ändern. Ansonsten wäre es problematisch. Und ich denke, solche Sachen richten sich ja nicht nur an junge Muslime. Die stehen jetzt natürlich wegen der ganzen Salafismus-Dschihadismus-Frage im Fokus, aber grundsätzlich geht es ja um die Frage der Integration von Gesellschaft. Das heißt, wie werden Jugendliche in die Gesellschaft integriert, egal wo sie herkommen, egal welche Religion sie haben, ob sie überhaupt eine Religion haben. Letztendlich müssen wir schon verhindern, dass die Gesellschaft auseinanderfällt in unterschiedliche Individuen mit mehr oder weniger Chancen, sondern dass man auch immer wieder Möglichkeiten findet, das Gemeinsame zu machen. Und nicht umsonst ist meiner Meinung nach dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese Idee, dass man sein ganzes Leben lang nur noch ausrichtet darauf, ob etwas halal oder haram ist, erlaubt oder verboten ist, so attraktiv. Ja, man fühlt sich von der Moderne, sage ich mal, von der Gesellschaft, wie sie ist, mit ihrer Unübersichtlichkeit vollkommen überfordert. Und da, wo man vielleicht wieder ansetzen kann, auch Übersicht zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen, das können eigentlich nur die kommunalen Strukturen sein. Ich sage nicht, dass man nicht auf Landesebene Curricula ändern muss, damit die Lehrer besser fortgebildet sind, dass man in Knastseelsorge macht, dass man gute Jugendarbeit macht, alles wunderbar. Aber ich glaube, der Ort, wo ein Mensch sich beheimatet, ist in einem übersichtlichen Rahmen. Ja? Das ist nicht die Nation, das ist auch nicht Europa, das ist auch nicht die Oma letztendlich, sondern das ist die kleine Gemeinschaft, das sind die Stadtteile. Und da glaube ich, dass da neue Konzepte geboren werden müssen, unter Einbeziehung all derjenigen Akteure, die vor Ort sind, ob das eine Moscheegemeinde ist, ob das eine Kirche ist, ob das eine Nachbarschaft ist, ob das eine Frauenorganisation ist, ob das ein Rechtsanwaltsbüro ist, etc. Das heißt, dass man auf der Ebene versucht, wieder Gemeinschaft herzustellen in einer Gesellschaft, die durch verschiedene Prozesse der Postindustrialisierung doch tatsächlich Defizite aufweist. Und diese Defizite sind meiner Meinung nach natürlich auch die Ursache dafür, dass junge Menschen, diejenigen, die am meisten suchen und die ja noch am meisten auch zu verlieren oder zu gewinnen haben, wenn sie falsche Entscheidungen treffen, dass die natürlich eher mal in auch eine problematische Ecke treibt. Also aber grundsätzlich glaube ich, dass die gesamte Gesellschaft gewinnen kann,
wenn man sich vernünftige Gedanken macht auf einer kommunalen Ebene, auf der Ebene von Stadtteilen, wie will man eigentlich zusammenleben? Ist da was Frauen, eine Wiederbelebung des Jugendtreffs, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist? Es muss ja nicht nur Jugendtreff sein. Also ich halte es auch schon grundsätzlich für problematisch, dass wir nur in Altersklassen denken. Ja? Die bis zu 20-Jährigen, die 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50-Jährigen. Warum nicht Jugendliche auch in die Verantwortung nehmen für ältere Leute? Warum nicht, wenn man ein Theaterprojekt macht, das auch mal im Altenheim aufgeführt wird, dass man solche Kreuzverbindungen schafft, die ja ganz normal sind im menschlichen Leben, die uns in unserer Gesellschaft leider so ein bisschen abhanden gekommen sind, durch verschiedene Dinge, die ja, vielleicht auch einfacher waren, ja, dass man Erziehung auslagert in die Schule, dass man Altenpflege auslagert in Altenheime und dass man sich dann nur noch, das sind die Deutschen auch sehr speziell, finde ich, mit diesen tatsächlich Zehnerreihen, in denen man denkt, 10 bis 20, 20 bis 30. Aber der Mensch an sich lebt ja in einer Gemeinschaft, in der es vom Baby bis zur Oma alles gibt. Und das wäre eigentlich auch ein Programm möglicherweise, um Menschlichkeit wieder einzuüben. Und auch um jedem Mitglied der Gemeinschaft Verantwortung gemäß seiner Fähigkeiten zu geben. Ich denke, jemand, der wirklich Verantwortung übernehmen kann, der auch etwas zurückbekommt für das, was er für andere tut, der wird nicht in eine obskure Sekte abdriften, sondern der wird zufrieden sein, sagen, ja, hier ist mein Platz und hier habe ich was zu tun. Ja, man soll, es sind ja auch in familiärer Beratung aktiv. Sind das auch so Sachen, wo Sie sagen, sowas könnte helfen? Oder wie gehen Sie an so Fälle? Familiäre Beratung bedeutet mehr Radikalisierungsarbeit. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Präventionsarbeit, das was wir bis jetzt besprochen haben, und der Radikalisierungsarbeit. Der Radikalisierung ist immer individuell. Das heißt, wenn eine Mutter anruft, dann muss ich schauen, was waren die Motivationen, welche Konflikte in den Familien gibt es. Da geht es meistens um innerfamiliäre Konflikte und welche Partner ich vielleicht brauche, um diese Arbeit der Radikalisierung zu leisten. Und da sind wir offen für alle. Also wir holen Moscheevereine dazu, wir holen Schule dazu, wir holen auf kommunaler Ebene Leute dazu und. Wir machen Netzwerke, um diesen jungen Mann oder Frau zu erreichen und ihn von weiter radikalisierenden Tendenzen sozusagen zu verhindern. Klingt jetzt ein bisschen wie das, was Frau Schlüter gefordert hat, was vorher eigentlich stehen muss, dass sie das nachher schaffen. Das lokale Netzwerk und das Jugendliche Einbruch. Ja, aber genauso bei der Präventionsarbeit, das brauchen wir auch. Wir brauchen da zu sein, wo die Jugendlichen sind und da Angebote zu machen. Auch im Internet übrigens, nicht nur im realen Leben, sondern sie bewegen sich, sie sind online, sie besuchen bestimmte Seiten und es kann nicht sein, dass Facebook oder bestimmte Foren recht freie Räume geworden sind, wo nur Islamisten unterwegs und ihren Gift irgendwie verstreuen, sondern wir müssen auch als Zivilgesellschaft da sein. Wir brauchen Sozialarbeit im Internet, nicht nur im Jugendzentrum von oben an oder als Streetworker, sondern wir müssen auch auch muslimische Vorbilder haben, die da auch sagen, so geht es nicht, das ist nicht meine Religion, und diese Vorbilder auch präsentieren. Aber solange die Islamisten alleinige Herrscher in diesem Bereich sind, dann haben wir Schwierigkeiten, die jugendliche Alternativen zu zeigen. Es gibt Seiten auf Facebook, da treffen nicht nur Muslime, sondern wenn es um Verschwörungstheorien geht, die haben 500.000 Mitglieder. Das sind junge Menschen, die unterwegs sind und die Welt in Schwarz-Weiß in sehr fragwürdige Verschwörungstheorien erklären. Da müssen wir auch sein und sagen, was das für Mist ist und die Jugendliche aufklären. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne die Runde ein bisschen öffnen, denn Sie sind auch mit vielen Fragen hierher gekommen. Wer einiges angeschnitten, wer möchte, gerne kurze. Und da kommt auch ein Mikro, das ist sehr einfach. Gibt es schon Fragen? Ich fange noch gleich an. Bitte, hier. Hallo, ich glaube, ich habe eine Frage an Sie, was Sie jetzt angemahnt haben, diese, wie soll man sagen, kommunalen Strukturen und so weiter stärken. Das hört sich alles gut an und so weiter, aber ganz ehrlich, der Trend ist doch eher gegenläufig. Wenn man heute im Auto mit 5 Leuten sitzt, hören sich die Leute 4 verschiedene Lieder an. Wie realistisch sind Sie, dass sowas überhaupt passiert? Also träumen darf man, aber Politik muss ja schon ein bisschen mehr sein auch. Ne? Es gibt Ansätze immer wieder,
Es gibt Leute, die organisieren Straßenfeste, die organisieren in ihrem Viertel etwas. Die machen kleine Kneipen, die plötzlich Treffpunkte sind, in denen man von Arbeitsvermittlung bis zu Lesungen alles macht. Also ich finde, es gibt Ansätze, lange nicht genug. Denke auch, obwohl ich professionelle Akteure natürlich in der Verantwortung sehe, aber auch im Internet, es können nicht immer nur die Profis sein, nicht immer nur die bezahlten Leute. Jeder, der eine gute Idee hat, sei bitte aufgefordert, sie umzusetzen. Im Internet eine Gruppe zu gründen, in seinem Stadtteil irgendwie tätig zu werden, das kann nicht immer nur top-down laufen. Also das wäre definitiv das Falsche, und da würde man dann plötzlich die Sozialarbeit zum Allheilmittel der Gesellschaft machen. Das kann nicht sein. Ob das wirklich funktioniert oder wir weiter in einen heillosen Individualismus reinrutschen, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich denke, der Mensch ist von seiner Grundausstattung her eigentlich jemand, der den anderen braucht. Und nicht nur ein Einzelkämpfer ist. Sonst hätten wir die Evolution bis dahin gar nicht überstanden. Die nächste Frage. Sie haben es mitgeschrieben. Ja, das, was ich sozusagen gemeinsam heraushöre, ist der Begriff der Orientierung, der Begriff der Suche und die Frage stellt sich mir, ob Sozialarbeit heute, wenn es um Suche geht und um Haltungen, die nach denen auch gesucht wird, das eigene Verhältnis zur Welt viel zu leidenschaftslos ist, viel zu tolerant, sage ich mal, nach allen Seiten hin und selbst keine Meinung hat. Die Sozialarbeit, auch in der Schule, der Lehrer, dass genau das nicht gegeben wird, was gesucht wird, Haltungen. Und ob da nicht das Problem ist und was die Schule selber anbetrifft, ob es nicht viel wichtiger wäre, zum Beispiel das Fach Philosophie ernsthaft einzuführen, und nicht irgendwelche leidenschaftlosen Geschichten wie in Berlin, die Ethik, wo es dann eigentlich um alles geht und eigentlich um nichts, sondern dass genau dieses Bedürfnis zur Kommunikation und das Auseinandersetzung mit sich und der Welt, in der Frage der Gerechtigkeit meinem Gegenüber und so weiter und so fort, ernsthaft in den Mittelpunkt gezogen wird und Menschen auch da sind, die Haltungen anbieten und entsprechende Angebote mit Haltung anbieten, dass das schlicht heute in der Sozialarbeit, in der Schule fehlt. Kann man so mit dazu? Also wir haben ganz, ganz viele Themen angesprochen, zum Beispiel Gerechtigkeit. Das ist einer der Gründe, wieso Menschen sich radikalisieren, weil sie erstmal irgendwie diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, und wir erleben unsere sehr vielfältige Gesellschaft und Politik alles ungerecht und wollen was dagegen tun. Viele übrigens, die nach Syrien gegangen, besonders die erste Generation, die wollten gar nicht kämpfen, sondern sie sind hingegangen, weil sie einfach diese Leute da helfen wollen, die seit Jahren systematisch ermordet werden. Das kann ich auch verstehen, dass man halt wütend ist. Das Problem, dass dadurch schwarz-weiß Bilder entstehen, die keine Gerechtigkeit bringen. Das müssen wir aber die Jugendlichen auch kommunizieren. Wir müssen ihnen auch kommunizieren, dass die Politik nie gerecht gewesen ist. Nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Auch ihr toller islamischer Staat ist nicht gerecht, wenn man das halt ein bisschen forscht und guckt, was sie da machen. Das müssen wir die Jugendlichen vermitteln und ihnen Möglichkeit geben zu protestieren, diese Energie, die sie haben, auch vielleicht positiv zu kanalisieren. Und ihnen Möglichkeiten zu geben, ihre Meinung zu sagen über ja, zum Beispiel die Unterstützung Deutschland jetzt die Unterstützung von Deutschland in Ägypten zum Beispiel, der Besuch von Sisi zum Beispiel, was viele Jugendliche zum Boten gemacht hat, oder Waffenverkauf an Saudi-Arabien und. Das sind Themen, die angesprochen werden. Sozialarbeit, da gebe ich Ihnen recht, aber ich sage es in aller Deutlichkeit, das ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen jede Akteur und wir brauchen jede Konzepte, um diese Menschen zu erreichen.
und um sozusagen Menschen retten zu können. Aber Sozialarbeit müssen auch Leute dabei sein, die näher an diese Jugendlichen sind, die ihre Welten verstehen, die ihre Sprache sprechen. Ich habe in Nordrhein-Westfalen ein Blog-Seminar gemacht, Sozialarbeiter, die innerhalb von 4 Monaten dann in Jugendzentren arbeiten, und die Aufgabe, die sie von mir bekommen haben, einfach ein Interview mit einem muslimischen Jungen zu führen. Sie waren total überfordert. Das sind die Menschen, die in 3 Monaten mit diesen Jugendlichen arbeiten werden. Sie haben Berührungspunkte, sie haben fast geweint, dass sie das nicht erledigen kann, Ängste und. Wie konnten diese Sozialarbeiter dann diese Jugendlichen dann erreichen? Das funktioniert nicht. Wir brauchen Religionunterricht in den Schulen, aber natürlich Religionunterricht, der alle erreicht. Ich will nicht die Schüler und Schülerinnen trennen. Ich will nicht die Juden in Klasse A schicken und die Christen in Klasse B und die Muslime in Klasse C, sondern alle müssen angesprochen werden. Wir kennen das Gegenüber viel weniger, als wir kennen müssen. Das muss geändert werden. Wir brauchen muslimische Vorbilder. Wir brauchen innerislamische Debatte. Wir brauchen vielfältige Angebote, nicht nur junger Menschen, sondern insgesamt in dieser Gesellschaft. Auch Stadtteilmutter zum Beispiel in Berlin ist ein wunderbares Projekt, wo konservative Muttern einfach geschult werden und unterschwellige Angebote machen, um andere Muttern und Väter zu erreichen, die vielleicht nicht zum Jugendamt gehen, wenn sie einfach Hilfe brauchen oder wenn sie überfordert mit ihren Kindern sind. Das alles brauchen wir und das muss gesamtgesellschaftlich erledigt werden. Aber erstmal brauchen wir diese Bereitschaft der Politik. Also heute, wenn es um Islamismus geht, ist super sexy, irgendwelche Aufstiegsprogramme zu finanzieren, 100.000 Euro zu investieren, obwohl kein einziger aufsteigen will. Sondern wir brauchen Gelder für die Präventionsarbeit. Und die Rettung dieser Generation wird uns viel mehr kosten als die Rettung der Banken. Aber es ist viel wichtiger als die Rettung der Banken. Aber diese Bereitschaft der Politik ist noch nicht da. Ja, nicht nur die Bereitschaft der Politik. Also Sie haben gesagt, da stimme ich Ihnen absolut zu, dass wir keinen geteilten Religionsunterricht brauchen. Ich weiß, als in Hessen der islamische Religionsunterricht eingeführt wurde, war ich im Landtag und der wurde beantragt von DITIB einerseits und von der Ahmadiyya, und der Vorsitzende der Ahmadiyya, Herr Wageshäuser, hat in seiner Rede zur Einführung gesagt, er sei eigentlich gegen den islamischen Religionsunterricht, für einen allgemeinen Religionsunterricht, aber die christlichen Kirchen würden leider nicht von ihrem Privileg lassen, katholischen und protestantischen Religionsunterricht einzuführen. So ist es. Ja. Da hat der Mann recht. Ja. Und dann ist es wirklich eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Muslime eben auch ihren Unterricht bekommen. Ist keine wünschenswerte Entwicklung. Man kann aber hoffen, dass da Gutes da rauskommt. Die islamische Theologie. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile islamische theologische Lehrstühle an den Universitäten, in denen einige sehr, sehr kluge Leute gute Ideen haben und tatsächlich auch mit dem Islam und seinen Quellen arbeiten und da ganz tolle Erkenntnisse generieren. Aber diese Leute stehen unendlich unter Beschuss von den tradierten Verbänden, die natürlich um ihre Deutungshoheit fürchten. Also all diese Programme, die man sich erdenken kann, stoßen natürlich auch immer auf Widerstand von bestimmten Akteuren, die das gerne anders hätten. Also alles, was Veränderung bedeutet, hat natürlich auch Gegnerschaft. Ja? Also das wissen wir ja aus der ganzen Einwanderungsdebatte, wie lange hat das gedauert, bis in Deutschland endlich mal anerkannt wurde, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass nicht deutsche Leitkultur nach dem Modell der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts wieder ausgegraben wird. Aber das sind eben Prozesse, die müssen ausgehandelt werden, die sind kompliziert, die sind schwierig und auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaften. Ich kritisiere immer die muslimischen Gemeinschaften, weil sie sich so raushalten und weil sie selten die Verantwortung übernehmen und weil sie natürlich immer Angst haben, dass sie zu sehr in die Öffentlichkeit geraten. Aber auch da muss sich was bewegen, wird sich was bewegen, da gibt es Befürworter und da gibt es auch Gegner. Da gibt es auch Leute, die sagen, nein, das ist doch gut. Wir wollen doch überhaupt nicht mit anderen unsere Religion debattieren. Wir wollen auch überhaupt keine Progressiven haben, die nachher alles verfälschen, was wir für richtig und gut halten. Deswegen habe ich aber auch den Ausweg Fachphilosophie genannt, um genau gegen diese Widerstände vorzugehen
um genau das dann zu erreichen, was sie erreichen wollen. Ja, ja, aber das können wir nicht alleine entscheiden, sondern das ist ein eigentliches Grundgesetzproblem oder Grundgesetzfrage und die muss politisch geklärt werden. Es gibt wunderbare Theologen in Deutschland, es gibt aber auch sehr gefährliche Theologen. Und wenn ich zum Beispiel die Lehrschaft anschaue, wer dann alles Religion oder Islam unterrichten wird, dann werde ich wahrscheinlich meine zukünftigen Kinder nicht hinschicken, weil das ist abhängig von der Person. Auch, es kann sein, dass er ein liberaler, offener, sehr guter Islamlehrer bekommt, und es kann sein, dass er einer bekommt, der auf eine Art und Weise die salafistische Inhalte vermittelt. Und das muss natürlich, das muss auch in Frage gestellt werden. Es reicht nicht zu sagen, wir haben 5 Fakultäten gegründet und wunderbar Tausende von Lehrkräften ausgebildet, ohne zu schauen, was diese Lehrkräfte dann vermitteln werden. Vielleicht ein Blick auf die beiden Verbände, die genannt wurden. Das eine, DITIB, ist ja sehr suspekt angesehen, weil vom türkischen Staat bezahlt, wo die Kritik kommt. Ahmadiyya ist innerhalb der muslimischen Gemeinde sehr kritisch gesehen. Sind das große Verbände, aber können die überhaupt entsprechende Funktionen wahrnehmen? Ja, wenn es um Islamunterricht, dann haben die damit nichts zu tun. Ich finde es fatal, dass sie in der Beiräte sitzen und entscheiden über theologische Fragen. Das ist Wissenschaft. Die haben da nichts zu suchen. Wir haben in Münster gesehen, was ihr negativer Einfluss einrichten kann. Die haben in die theologische Debatte nichts zu suchen. Die haben an der Universität nichts zu suchen. Wir brauchen aber Verbände, wir brauchen muslimische Verbände. Sie präsentieren nicht alle Muslime, sie präsentieren Teil von der Muslime und sie haben ein Existenzrecht. Ich bin nicht ein Freund von der Verbände und ich kritisiere sie sehr gerne auch, weil ich mit denen auch in der Islamkonferenz saß und weil ich bemerkt habe, dass sie sehr schwer bei bestimmten Themen zu bewegen sind. Und ich kritisiere nicht den Islam an sich, aber ich kritisiere Inhalte in dem Islamverständnis, die sie da vermitteln, der manchmal sogar Radikalisierung begünstigen kann. Eine Frage? Ich habe eine Frage bezüglich der Vereine. Welche Funktion, es kam noch gar nicht zu Wort, auch die Vereine haben ja eine stadtteilbezogene oder sportliche oder sonstige musische Interessen und da könnte man ja auch Jugendlichen integrieren und ihnen auch nicht nur altersstufig, sondern insgesamt eine Heimat bieten. Es gibt ja zwei Vereine oder so, nicht, die in der Jugendarbeit sehr fortschrittlich sind und die Fußballspieler, die jetzt in den ersten Ligen und in der Fußballweltmeisterschaft präsent waren. Das könnten ja auch Vorbilder sein. Gibt es da Erfahrung zu, warum der Moscheeverein plötzlich interessanter ist als der Fußballverein oder der Chor? Der Moscheeverein ist nicht interessanter. Die Jugendlichen gehen nicht hin, weil der DITIB irgendwelche Angebote machen. Die sind ganz, ganz am Anfang, was Jugendarbeit oder Jugendliche erreichen angeht, sondern das sind die Islamisten, die Salafisten, die so attraktiv sind. Aber Fußball ist auch eine Art von Möglichkeiten. Vereine insgesamt, die Jugendliche, die eine Perspektive da finden, die radikalisieren sich auch nicht. Sondern es ist halt die anderen, die vielleicht nicht hingehen, die müssen wir erreichen. Ja, deswegen sehe ich auch, der Fußball, denke ich, ist eine der größten und wichtigsten Instanzen für die Integration. Trifft nicht für alle Sportarten zu, manche sind sehr exquisit und elitär, aber der Fußball definitiv. Ja. Fragen? Ja, also zunächst mal vielen Dank für die sehr differenzierten Blickwinkel auf das sehr komplexe Thema. Das finde ich sehr angenehm, dass nicht versucht wird, eine schnelle Antwort zu finden, sondern vielmehr mit jeder Minute wird es irgendwie komplizierter, aber das ist, glaube ich, der Sache sehr angemessen. Ich arbeite in Mannheim mit den 14 sunnitischen Moscheen und ich teile die Kritik, kann man so, dass die Verbände eine sehr schwierige Rolle spielen im Ganzen, sozusagen die Verbände, aber ich sehe auch einen deutlichen Unterschied zu den Moschee-Gemeinden vor Ort, die teilweise auch durchaus kritisch gegenüber ihren Dachverbänden gegenüber sind, das sind aber Abhängigkeitsverhältnisse. Mir geht es um die Arbeit vor Ort und Sie haben das sehr schön geschildert, wir brauchen eigentlich alle. Mich interessiert eigentlich tatsächlich,
welche Rolle können denn diese Moscheegemeinden vor Ort spielen? Mit den Problemen, die Sie schon angerissen haben, diese traditionellen, denen laufen die Jugendlichen eigentlich weg, weil sie eben für die erste, zweite Generation keine attraktiven Angebote für die Jugendlichen machen können. Und ein weiterer Aspekt, der mir sozusagen immer stärker kommt, ist, das sind alles tatsächlich ehrenamtliche Strukturen. Und gerade bei diesen schwierigen Fragestellungen frage ich mich, so, wenn es auch um die Sozialarbeit geht, braucht es dann nicht sowas wie eine professionelle muslimische Jugend, offene Jugendarbeit vielleicht, weil das vielleicht die bestehenden Jugendarbeitsstrukturen gar nicht schaffen. Also sehen Sie da gerade in diesen organisierten Moschee-Communities eher eine Rolle, die gestärkt werden muss, auch eine Professionalisierung, oder sagen Sie, naja, was wir ohne die machen können, machen wir, versuchen wir ohne die zu machen. Fände ich eine Einschätzung interessant. Eine sehr schwierige Frage. Ich sehe die Moscheevereine als Teil der Lösung, teilweise Teil des Problems. Wir müssen sie erreichen und natürlich arbeiten die meisten von denen ehrenamtlich, und wenn es um professionelle Sozialarbeit, dann sollen sie auch unterstützt werden und sollen sie auch in der Lage sein, professioneller zu werden und diese Angebote für die Jugendlichen zu machen. Auch vielleicht ein Freitagsgebiet, teilweise auf Türkisch und Arabisch und teilweise auch auf Deutsch, vielleicht auch Kreise zu entwickeln, um diese Jugendlichen zu erreichen. Da brauchen sie unsere Unterstützung. Was der Radikalisierung angeht, sind sie absolut unsere Partner. Ich kenne kaum Moscheen, die zum Beispiel zufrieden sind, wenn Jugendliche, die in der Moschee sind, nach Syrien und Irak zu gehen. Und die werden alles tun, um das zu verhindern. Wenn es um Präventionsarbeit angeht, dann müssen wir schauen. Und da haben sie absolut recht. DITIB ist nicht DITIB. DITIB in Lager ist nicht DITIB in Schiitik-Moschee in Berlin, sondern es sind unterschiedlich. Es hängt von der Personen, die vor Ort sind. Und da müssen wir schauen, wer wir unterstützen. Unterstützen wir die Richtigen, die Guten, die auch bereit sind, auch Alternativen zu schaffen, die bereit sind, auch Themen anzusprechen, die schwierig sind? Oder unterstützen wir diejenigen, die ein Islamverständnis predigen, der von den Islamisten nicht so weit sind? Und da rede ich über die Tabuisierung der Sexualität, über Buchstabenglaube, über diese Angstpädagogik, also mit einem Gott immer, der bestraft, der zornig ist, der die Hölle schafft, und rede ich über Moscheen, die antisemitische Einstellungen fordern und verbreiten, reden wir über Moscheen, die Verschwörungstheorien verbreiten, oder reden wir über Moscheen, die bereit sind, öffentlich und ehrlich und mutig bestimmte Themen anzusprechen und die jugendliche Alternativen anzubieten. Diese Moscheen verdienen unsere Unterstützung. Die anderen müssen wir leider dazu fordern, eine innerislamische und mutige Debatte zu führen. Ansonsten sind, was Präventionsarbeit, kein Partner. Ich will noch etwas sagen zur Fähigkeit überhaupt von Moscheegemeinden, Jugendarbeit anzubieten. Die meisten Moscheen möchten gerne. Und wenn man sich fragt, sagen sie auch, ja, wir haben Jugendarbeit. Und wenn man genau hinterschaut, dann ist es der Koranunterricht, ein bisschen Arabischunterricht. Und dann wird man mit den Mädchen Pizza gegessen, mit den Jungen Fußball gespielt. Daran erschöpft sich das. Ich komme aus Wiesbaden, die Stadt, in der ich wohne. Und in Wiesbaden hat der Stadtjugendring vor einigen Jahren mal ein Angebot gemacht, speziell an Moscheegemeinden, und die fortgebildet in klassischer Jugendarbeit. Und das hat zuerst, war sie ein bisschen befremdend auf Seiten der Moscheegemeinden, wurden alle eingeladen, aber einige haben sich dann tatsächlich getraut, in ein für sie vollkommen fremdes Terrain zu gehen. Das war in einem so ein Jugendort voll mit Graffiti und so. Wir sind dann die braven Moscheevorstände hingegangen, und einer hat mir auch gesagt, Frau Schröder, immer wenn ich da hingehe, fürchte ich mich. Das ist so ein schrecklicher Ort mit diesem ganzen Graffiti und so. Aber er ist trotzdem da hingegangen, und die haben es tatsächlich auch geschafft, dass in einigen Moscheegemeinden junge Leute sich ausgebildet haben, eine klassische Jugendleiter-Card entwickelt bekommen haben und dann ihre Jugendarbeit professionalisiert haben. Ich glaube, da geht es auch um Kompetenzen. Es geht selbstverständlich um Inhalte, aber selbst wenn man gute Inhalte hat und kann die überhaupt nicht rüberbringen, dann laufen die Jugendlichen davon. Ja? Wenn da gar nichts angeboten wird, außer beten und Arabisch lernen, das ist zu dröge. Ja?
Und die andere Sache ist natürlich, die ist heute auch schon mal gefallen, da sind dann Imame, die überhaupt keine Ahnung haben von dieser Kultur, in der die Jugendlichen leben, die eine Sprache sprechen, die die meisten Jugendlichen nicht sprechen und die überhaupt kein Charisma haben. Also auch da habe ich eine Studie gemacht über Moscheegemeinden in Wiesbaden, alle Moscheegemeinden, und habe mir auch deren Jugendarbeit angeschaut. Und natürlich haben sich auch Vorstände immer bemüht, uns zu zeigen, wie jetzt mal ein guter Vortrag gehalten wird. Und da muss ich einfach sagen, dass die Jugendlichen dann mit ihren Handys gespielt haben, während der Imam in monotoner Stimme irgendwas Unverständliches gemurmelt hat. Das war mir völlig verständlich. Ich habe mir auch Pierre Vogel auf dem Rossmarkt in Frankfurt angehört, habe den gefilmt. Da, wenn ich junge Muslime gewesen wäre, wäre ich wirklich arg in Gefahr, jemanden hinterherzulaufen. Unglaublich charismatisch. Genau die Themen, die alle hören wollten, in der Sprache der Jugendlichen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Und da muss man sagen, tatsächlich müssen sich die Moscheegemeinden auch darum kümmern, dass sie ein paar peppigere Imame bekommen. Beziehungsweise möglicherweise ist es auch eine Aufgabe mittelfristig unserer Gesellschaft, unseres Staates, diese Leute an den deutschen Universitäten auszubilden und dann auch in die Moscheen zu bringen, so wie wir das ja mit den christlichen Priestern auch machen. Die haben, aber ja? Ich beobachte auch zwei Entwicklungen, die sehr gefährlich sein können. A, die Imame können nicht alle Probleme lösen. Also es gibt Schulen in Berlin, die haben ein Riesenproblem mit Antisemitismus. Dann holen sie einen Imam, der reinkommt und sagt, Allah will nicht, dass ihr antisemitisch seid. Und arbeitet eigentlich total patriarchalisch und die haben Respekt vor ihm und erstmal vielleicht nicht du Jude als Schimpfwort benutzen, aber das bringt pädagogisch nichts. Nichts. Das ist keine Arbeit, die wir unterstützen können. Und B, ich habe das Gefühl, dass in manchen Bundesländern eigentlich nur diese Dschihadisten interessant sind. Das heißt, wir sind bereit, mit allen zu arbeiten, egal welche Islamverständnis sie vertreten, egal ob sie Demokratie gut finden oder nicht. Hauptsache, die sind gegen ISIS, gegen Al-Qaida und wir holen sie jetzt ins Boot und machen sie zu Präventionspartner für alles Mögliche. Und das ist auch keine Entwicklung, weil wir erreichen da die Massen und bieten keine Alternative. Vielleicht dazu mal eine kleine Nachfrage. Wir haben jetzt erst seit ein paar Jahren, dass es heißt, der Islam gehört zu Deutschland, auch ein Satz, der immer noch umstritten ist. Spielt das da auch rein, dass noch viele Imame von außerhalb kommen, die Kultur nicht kennen, dass es jetzt im Bewusstsein da ist, dass eine wachsende muslimische Gemeinschaft da ist, die auch mehr Charismatik eigentlich braucht, die das mit Leben bringt? Teilweise ja, aber teilweise sehen wir das in Österreich. Einer der großen Gegner der Islamgesetze ist DITIB, weil DITIB nicht will, dass man halt zum Beispiel nicht von außerhalb Finanzierung bekommt und nicht ihre Imame von außerhalb. Das ist eine Gruppe, die eigentlich viel mehr an der türkische Staat gebunden als an die deutsche Staat. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Also der Islam gehört natürlich zu Deutschland und wenn die Kanzlerin das sagt, dann finde ich das gut, das finden viele Jugendliche das gut, aber wir müssen ein bisschen tiefer gehen und schauen, welcher Islam. Der Islam von Pierre Vogel oder der Islam von der friedlichen Ebene an. Und da muss man ein bisschen differenziert angeschaut und natürlich auch vermittelt an die Jugend. Dass bestimmte Islam ja dazu gehört, Teil dieses Landes ist und ein anderer Islam hier nicht zu suchen hat. Auffällig ist ja, dass aber jemand wie Pierre Vogel konvertiert ist. Also gar nicht die arabischen Wurzeln hat, gar nicht diesen Migrationshintergrund, sondern deshalb auch so ein Charisma und die es Gesellschaft. Gibt die, es gibt die sehr radikalen, die mit Migrationshintergrund sind, und es gibt die dann konvertiert sind. Ja. Aber wir merken, dass die Konvertiten irgendwie dieses Gefühl haben, sich beweisen zu müssen, dass wir ein bisschen radikaler sind, aber das ist in allen Religionen. Das ist immer so, das ist selbst bei Nichtraumern so, die früher brauchen. Ja. Noch eine Frage. So wird angesprochen, dass die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig ist für die Jugendlichen. Aber es sind ja auch die Ideale, die gerade Jugendliche wahrscheinlich mehr noch als ältere Menschen antreiben und dazu führen, dass sie sich bestimmten Gruppierungen anschließen. Deswegen meine Frage. Wenn man dem Islam, also dem Islamismus etwas entgegensetzt, dann muss es doch auch ein Ideal sein. Es ist doch nicht nur die Gemeinschaft der Fußballvereine, sondern es ist doch auch etwas, was man als andere, vielleicht sogar Ideologie, wenn man so sagen kann, entgegensetzt. Und ich glaube, haben wir in Deutschland zum Beispiel das Grundgesetz als auch etwas, was sehr viele Ideale einschließt.
muss sich da nicht auch etwas in unserer Demokratie verändern, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, ja, es gibt Ideale in unserer Gesellschaft, die sind für alle gleich, egal welche Gruppierungen sie angehören, dass sie das Gefühl haben, sie können teilhaben an diesen Idealen, dass die Demokratie vielleicht etwas partizipativer wird. Ist das vielleicht was in der Politik schlimmer auf dem Weg halten kann? Ja, also Sie haben ja zwei Interessenten, glaube ich, bei einer Frage. Das eine ist die Frage der Vermischung von Werten. Da stimme ich Ihnen einfach zu. Ich denke, da gibt einfach unser Grundgesetz, würde ich sagen, eigentlich gut her, vieles her, dass da noch anschlussfähig ist. Ein Jugendliches ist dann meines Erachtens eher eine Frage der, ja, vor allem Vermittlung. Also wie vermittelt man das? Also das ist dann teilweise auch nicht so einfach. Also ich meine, in der Demokratie sich zu bewegen und zu leben ist unter Umständen auch schwierig. Bedeutet Verzicht auf Wahrheit, bedeutet eigentlich die Möglichkeit, dass die eigene politische Meinung auch in der Minderheit ist über längeren Zeitraum, oder wenn sie in der Mehrheit ist, dass man sie auch wieder, dass sie wieder in die Minderheit kommt. Also das sind einfach wirklich komplizierte Sachen, die natürlich auch irgendwie wert sind. Aber ich glaube, was Sie ansprechen, ist mir auch ein Bedürfnis, das mir hier zu äußern, um das mal loszulösen von der jetzigen aktuellen Debatte, ist, glaube ich, dass einfach eine Binsenweisheit politischer Bildung und Demokratiepädagogik ist es ja, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Also es ist immer wieder ein neuer Auftrag, jede Generation und jede Alterskohorte auch zu kritischen und mündigen Bürgern irgendwie zu begleiten. Also dann die Aufgabe der Erwachsenen, das dann auch zu tun. Das ist jetzt halt auch, also von daher gerne. Was Sie an der letzte Teil hat, war die Frage der Partizipation, also aus Erweiterung von Partizipationsrechten. Da weiß ich nicht genau, worauf das zielt. Also für Jugendliche, da könnten wir vielleicht dann das anschließen, was Frau Schröder vorhin meinte, also Stichwort demokratische Schule, also würde ich schon auch so sehen, dass da vielleicht eine Gelegenheit, eine Möglichkeit wäre, jungen Leuten auch in der Schule einfach mehr Mitgestaltung zu ermöglichen. Ich meine, in letzter Konsequenz bedeutet das ja Mitentscheidung bei Lehrereinstellungen, Curricula und so weiter. Das wäre auch radikal, das mal so zu diskutieren, aber ich glaube auch nicht, dass es die Chance hätte, aber ich glaube, es kann sich nicht einfach, also im Kontext Schule nicht einfach auf Klassensprecherwahlen erschöpfen. Also das glaube ich schon auch. Also bin ich auf jeden Fall bei Ihnen. Und das andere, ja, ansonsten, aber ich glaube ansonsten die hin zur Beteiligungsdemokratie, ich glaube, das ist eine andere Debatte, also an der Stelle. Also, wenn ich es mal ein bisschen, wie ich es aufgegriffen habe, wir haben momentan das Problem, dass Jugendliche sich entscheiden für einen radikalen Islam, mit der Endkonsequenz, dass es durchaus attraktiv sein kann, weil klar Regeln gelten, weil es fair ist, auch in den Dschihad zu ziehen, beziehungsweise in einen islamischen Staat zu ziehen, der das Gegenteil von dem ist, was wir hier gerade an Demokratie erleben. Die Frage, die ich sie aufgenommen habe, war, was bieten wir als Gesellschaft als Gegenbeispiel, wenn wir sagen, darum ist es wert, für die westlichen Werte einzustehen, in Deutschland zu leben und sich dazu zu bekennen. Und das, so habe ich es auch begriffen, dass wenn so ein Bild so attraktiv ist, dass man sagt, da orientiere ich mich dran, da lasse ich mich von Einzelnen für begeistern und gehe es auch konsequent zu Ende bis in den Tod. Was stimmt da nicht mit unserem Gesellschaftsbild hier? Na gut, also das eine ist, wenn jemand ganz schlichte Wahrheiten hören möchte, an denen er sich orientiert, dann wird man nicht komplexe Ideale bieten können als Alternative. Also da muss man auch ganz klar sagen, da ist doch die Interventionsmöglichkeit kommt dann auch irgendwann an eine Grenze. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, und das geht ein Stück weit auch zurück auf Ihren Einwand vorhin, wir müssen über Werte diskutieren. Also Verfassung, schön und gut, Verfassungspatriotismus, aber wenn es darum geht, das, was in der Verfassung steht, umzusetzen, stellen wir fest, dass sich Rechtsgüter widersprechen. Also schauen Sie die Debatte um Kindeswohl und Religionsfreiheit, solche Geschichten, die dann tatsächlich noch mit anderen Werten unterlegt werden müssen, oder das alte, leidige Thema der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die ja noch nicht umgesetzt ist und in gerade vielen privaten Bereichen überhaupt nicht umgesetzt wird. Da muss man nicht Moslem sein oder irgendeiner oder Katholik und von Religionswesen vielleicht eher was Komplementäres als was Äquivalentes wollen. Das sehen wir bei, also im Querschnitt der Bevölkerung, wie es immer wieder auch verneint wird. Also eines der großen Probleme, weshalb Frauen nicht gleichberechtigt in Führungspositionen sind, weshalb Armut immer noch weiblich ist, liegt darin, dass gerade im Privaten die Aushandlungsverhältnisse zwischen Männern und Frauen asymmetrisch sind und von Männern, aber auch von Frauen, das Grundgesetz da offensichtlich nicht als Wert genommen wird. Und da, denke ich, muss man über Werte sprechen und man muss sie diskutieren.
Es kann ja auch sein, dass man vielleicht Werte vertritt oder dass unsere Gesellschaft Werte hochhängt, die aber von den meisten Leuten gar nicht vertreten werden. Dann haben wir ein Dilemma, dann müssen wir damit aber auch umgehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass eine Wertedebatte wieder neu in Gang gesetzt werden muss, nicht nur, weil wir uns im Gegensatz zu diesem schlichten Ideologiegebäude der Islamisten bewegen, sondern ganz grundsätzlich, und dass auch diese Wertedebatte niemals abgeschlossen sein kann. Also eigentlich würde ich sagen, muss man auch für den Mut zur Komplexität, zur Offenheit, zur Auseinandersetzung werden, auch wenn es der schwierigere Weg ist. So einfach zu sagen, da erzählt mir einer, wo es lang geht, das ist gut, das ist böse, da laufe ich immer in die Richtung, muss ich nicht mehr nachdenken. Ja, nachdenken ist wahnsinnig interessant, auch anstrengend und nervig. Man muss sich informieren, man muss ständig begründen, warum man das oder jenes tut. Aber das ist, glaube ich, die einzige Chance unserer Demokratie, unserer modernen Gesellschaft, dass wir das auch mit Jugendlichen einüben und von Jugendlichen verlangen. Ja, dass wir sagen, das ist der bessere Weg, das ist auch der spannendere Weg. Und letztendlich, selbst wenn es anstrengend ist und wenn es bedeutet, dass man sich nicht immer ständig in den Sessel zurücklegen kann und dann sagen, die Welt ist schon geordnet und Gott hat das alles schon abgesegnet, wir müssen bloß noch laufen, dann heißt das trotzdem, und da bin ich auch eine Verteidigerin dieser Moderne, heißt das, dass man auch immer wieder die Möglichkeit hat, nachzukorrigieren, seinen Idealen treu zu bleiben, sich mit anderen darüber zu verständigen und diesen etwas unbequemen Weg zu gehen, den wir aber gehen können. In früheren Zeiten hätten wir ihn nicht gehen können. Und das ist eigentlich auch ein großes Privileg. Vielleicht nur ganz kurz auf von der politischen auf psychosozialen Ebene zu gehen. Ich habe zwei Sorten von Familien, von Jugendlichen, die mich radikalisieren. Auf der einen Seite ist die Familie, wo der Vater nicht da ist und die Mutter vielleicht auch überfordert mit ihrer alleinerziehenden Rolle gehabt hat und sie immer wieder, und das sagen viele Muttern, ich war nicht in der Lage, klare Regeln zu stellen. Also ich war total damit beschäftigt, irgendwie dieses Kind zu lieben, aber ich war überfordert, irgendwie ihn zu lieben, aber trotzdem auch Regeln zu stellen. Und das vermessen diese jungen Menschen. Und dann suchen sie diese Ideologie, die ihnen klare Regeln, Orientierung, Halt und Struktur anbietet. Und zwar auch bestraft, wenn sie zum Beispiel etwas machen, was nicht in Ordnung ist. Und auf die andere Seite, und das ist eine der großen Probleme, die wir als jetzt Gesellschaft haben, als Muslime leider, sind die patriarchalischen Strukturen. Solange wir eine Vaterfigur hat, der genauso agiert wie diese Gottesbild der Salafisten, aber auf einer anderen Ebene, dann sind die Jugendlichen sehr ansprechbar, weil sie das total kennen. Sie kennen diese Bestrafung, sie kennen diese Hierarchien, sie kennen diese Regeln, sie kennen diese Aufwachsen in Familien, wo kaum Platz zur Selbstentfaltung ist, kaum Platz zu Stärke suchen, Fehler machen. Und das muss auch leider nur in der islamischen oder Patriarchalismus viel größer als der muslimische Community, aber da muss sich was ändern, um diese Jugendlichen vielleicht ein bisschen unauffälliger zu machen. Jetzt zwei Einwürfe kurz von mir einmal. Herr Steinbrenner, wenn die Diskussion hier läuft zum Thema Demokratie, wie attraktiv ist es, ist es ja nicht ein Problem, dass hier einige muslimische Jugendliche das nicht attraktiv finden, sondern wir erleben ja auch Wahlbeteiligung, die runtergehen. Also es ist eine breite Mehrheit, die sich nicht mehr angesprochen fühlt und beziehungsweise sagt, man kann nicht zurücklehnen. Demokratie ist nichts, wofür es sich lohnt, noch auf die Straße gehen. Ist ja etwas, was sie wahrscheinlich auch breiter als nur in der Extremismusprävention beschäftigt. Suchen Sie da Rezepte? Glauben Sie, dass es Rezepte geben? Ja, was Sie ansprechen, ist ja wirklich also ganz allgemein unser Auftrag, den wir haben, einfach die politische Bildung in Baden-Württemberg zu fördern und zu vertiefern, so steht es immer das. Und ich denke, es ist auch eine Aufgabe ganz allgemein aller Akteure der politischen Bildung, sich darum zu kümmern. Also sprechen Sie an, niedrige Wahlergebnisse, also da zum Beispiel als Beispiel haben wir letztes Jahr versucht und es dadurch auch geschafft, anlässlich der Herabsenkung des Wahlalters auf 16, was ja auch ein Schritt mehr Verantwortungsmöglichkeiten oder Gestaltungsmöglichkeiten ist für Jugendliche, mit Zivilgesellschaften, Akteuren eine Kampagne auch zu machen, landesweit, was finde ich auch sehr erfolgreich war, also A, die Kooperation, B, auch dann die Ergebnisse. Also es ist wirklich, also da stimme ich hinzu, einfach jenseits von wirklich Extremismusprävention einfach eine Aufgabe, die politische Bildung
hat. Und wir können sie leider oft nur modellhaft dann auch ausüben, also weil wir einfach dann, ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen chronisch unterfinanziert sind und auch vielleicht auch also noch mehr Geld nötig hätten, um vielleicht noch mehr Stellen. Aber ja, also dann fünf Leute sitzen im Auto und hören fünf verschiedene Musiken, ist es einfach so ein Wohlstandsproblem auch, dass man lebt doch gut, wie man lebt, es gibt keinen Anlass, sich zu engagieren, das ist gar nicht notwendig. Ja, also grundsätzlich ist es ja schon bedenklich, wenn die einfachste Möglichkeit der Beteiligung, nämlich das Wählen gehen, was in Deutschland ja ziemlich, also für einen Wahlbürger, also jemand, der auf den Wahl berechtigt ist, der da eigentlich, sag mal, der kriegt ja die Wahlunterlage, wird informiert darüber, wann die Wahl ist, wo die Wahl ist, das ist meistens 5 Minuten höchstens entfernt vom eigenen Wohnort, da stimme ich schon zu, aber es ist ja kein Grund, sagen wir mal, das aufzugeben und auch so Tendenzen zur Postdemokratie, also Verlagerung von Expertengremien und so weiter, das ist alles bedenklich, aber gerade deswegen lohnt es sich ja, glaube ich, diese Diskussion wieder anzuregen. Und das ist dann, glaube ich, auch unsere Aufgabe, dass wir da einfach auch wahrscheinlich um Werte auch streiten oder diskutieren. Und das ist dann eben auch, sagen wir mal, Streit ist vielleicht das Stichwort, dass es sich auch lohnt zu streiten. Also dass es nicht nur geht, in einer Gesellschaft zu wohnen, wo alles harmonisch ist und jeder seinen Spaß haben kann, sondern dass man eben offensiv auch versucht, Auseinandersetzungen, Kontroversen und so weiter zu suchen. Ist auch einfach unsere Aufgabe im Beutelspar-Konsens und Grundlage unserer Arbeit, also Kontroversen in der Gesellschaft auch abzubilden. Also von daher, ja, ist das einfach unsere Aufgabe und wir müssen es tun und ich glaube, wir tun, also glaube ich, spreche für alle Kolleginnen und Kollegen, die den Beruf machen, wir machen es, glaube ich, auch gerne. Ich hätte mal eine ganz radikale Frage, eine völlig radikale Frage, nämlich die, ist das Problem nicht der Islam und der Hadith schlechthin, weil der Islam und auch das, was über die Biografie Mohammeds im Hadith geschrieben wird, nicht grundsätzlich diametral entgegen unserer Werte. Ist der Islam überhaupt reformierbar und in die Nähe unserer Werte zu bringen? Das würde ich gleich in eine Debatte einordnen, weil es auch hier Anklang in die Familienstruktur war ja schon angesprochen. Es gab in der Geschichte des Islam immer wieder lange Phasen, in der islamische Philosophen, muslimische Philosophen führend waren. Also beispielsweise die Übersetzung von Aristoteles aus dem Griechischen ist von muslimischen Gelehrten in Al-Andalus geschehen. Von daher, Ihre Frage lässt sich... Vor 800 Jahren. Ja, selbstverständlich vor 800 Jahren. Im Moment würde ich auch nicht sagen, dass da jetzt eine große Phase der Offenheit herrscht, sondern da, das sieht eher ein bisschen bedenklich aus. Aber grundsätzlich muss man die Frage an jede Religion stellen. Die Religionen sind alle in der Zeit entstanden, die nicht demokratisch waren, die patriarchalisch waren. Und genau diesen Geist atmen alle Religionen. Und jede Religion muss interpretiert werden, jede Religion kann neu gedeutet werden, Texte können neu gedeutet werden und können angefasst werden. Da sehe ich nicht, warum das mit dem Islam nicht geschehen kann. Weil der Islam keinen Papst hat, der vom Bild nicht aufgegeben kann. Ja, das ist aber höchst so. Auch die Protestanten haben auch keinen Papst. Die haben Synode. Ja, aber nicht überall. Und es gibt in jeder Religion emanzipative Strömungen, in den einen mehr, in den anderen weniger. Das ist auch ein bisschen von den Epochen abhängig. Verbindliche Entscheidung. Ja, aber diese Debatte ist genau, was auch radikalisierend wirken kann. Weil es gibt Menschen unter uns, die diese Religion zugehören und es gibt Menschen die unter uns, die diese Religion schätzen. Und die leben diese Religion und sie wollen. Das ist für sie eine Stärke. Wieso müssen wir diese Religion von denen jetzt wegnehmen? Nur weil bestimmte Texte mit der Demokratie nicht vereinbart ist, das können wir aus unserer Interpretation. Schauen Sie beim Alten Testament. Da gibt es auch genau Passagen, die Demokratie... Wurden durch das Neue Testament überwunden. Ja, aber wir führen jetzt keine Diskussion. Was ich Ihnen aber recht gebe, ist ja durchaus möglich. Es gibt ja die Gegenbeispiele. Natürlich, es geht um Interpretation. Natürlich brauchen wir Reformation. Natürlich müssen wir bestimmte Sachen in Frage stellen und neu interpretieren. Das Einzige, was problematisch ist, ist teilweise die Hadith. Weil daraus kann man eine ganz andere Religion machen. Und das machen die Islamisten. Also wenn man die ISIS zum Beispiel anschaut, dann haben sie fragwürdige Hadith,
die auch von den meisten Gelehrten als sehr schwach bezeichnen, aber trotzdem nutzen sie das für ihre Argumentation. Und da brauchen wir eine Reformation, definitiv. Ansonsten wird es immer problematisch sein. Da gibt es noch einen weiteren Problem? Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein großes Problem die Vereinsamung während der Schulzeit oder während der Jugendzeit, was ja irgendwie auch ein bisschen zurückzuführen ist auf eventuelle, jetzt nicht psychische Krankheiten, aber schon leichte Störungen. Wäre da nicht irgendwie ein Lösungsansatz, zumindest Schulpsychologen einzuführen, die wirklich mit Problemkindern oder Kindern, die jetzt irgendwie, wo, ich meine, die Lehrer merken ja, wenn jetzt irgendwie ein Kind einsam ist oder sowas, in der Klasse keine Freunde, keine Kontakte hat, dass der entsprechende Lehrer dann mit dem Schulpsychologen Rücksprache hält, der Schulpsychologe sich mit dem entsprechenden Kind mehrere Stunden hinsetzt, mit ihm sich unterhält. Ich meine, jede Person, die irgendwie halbwegs klar im Verstand ist, wenn sie jetzt in so einer extremistischen Gruppierung ist, merkt ja dann, okay, irgendwas läuft hier nicht richtig. Also das muss ja irgendwie, da könnte man ja schon mal einen großen Teil damit ausmerzen, wenn man solche Ansätze irgendwie... Es ist problematisch, zum Beispiel Radikalismus nur als Pathologie zu sehen. Das ist teilweise stimmt. Stimmt, dass es Korrelationen gibt zwischen Zwangsstörung und Religiosität insgesamt zum Beispiel. Stimmt es, dass wir bei den Gelehrten diese Vorbilder mit narzisstischer Persönlichkeiten zu tun haben, die auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Natürlich spielen instabile Persönlichkeiten eine Rolle, das muss geforscht werden, da brauchen wir die Forschung, weil wir ganz, ganz am Anfang sind. Natürlich merke ich, dass es ganz viel in diese Urvertrauensphase der Kinder was kaputt gegangen, dieser Kontakt zwischen Mutter und Kind ist nicht gut gelaufen. Diese Annahme, dass das Kind einfach auch begreift und versteht, dass er und die Umwelt gut ist, ist bei vielen, diese Biografien nicht vorhanden sind. Natürlich können Sozialarbeiter, aber auch Schulpsychologen viel helfen. Das ist aber nur ein Aspekt, das ist nicht das gesamte Lösung, sondern nur ein Aspekt von mehreren. Ja, aber wenn man solche kleinen Aspekte Schritt für Schritt angehen würde, dann würde man doch zumindest einen großen Teil davon ausmerzen. Ja. In Berlin haben wir keinen Schulpsychologen mehr, das haben sie abgeschafft. Ja, nirgendwo. Das wäre ein Punkt, wo man... Doch, in Bayern. Da gibt es noch einen Wort mehr. Ja, dann habe ich auch mit einer Frage. Und zwar, was ich jetzt rausgehört habe, da geht es meistens um Prävention und um die Frage, was man dagegen machen kann, dieses Rattenfängertum einzudämmen. Aber ist es nicht auch so, dass der ganze Fundamentalismus und die ganze Ecke sich ja schöpft aus innenpolitischen Problemen in anderen Ländern? Und ob dann nicht vielleicht Deutschland eher da sogar eine proaktive Rolle einnehmen sollte, um dagegen vorzugehen, als passiv bei uns jetzt zu versuchen und das irgendwie einzudämmen. Glaube ich nicht. Also ich glaube natürlich, dass diese politische Instabilität jetzt gerade eine Rolle spielt, aber auch wenn es alles heil ist, wird es immer Gruppen geben, die irgendwelche Konflikte sehen und vor irgendwas kämpfen wollen. Glaube ich nicht, dass wir jetzt irgendwie alles wunderbar in der Welt haben, dass es keine Radikalisierungstendenzen gibt. Sehe ich nicht so. Also ich würde sagen, dass es gibt international ein unheimliches Aufstreben des politischen Islamismus weltweit. Und als Dschihadismus insbesondere in Räumen, in denen Staatlichkeit vollkommen zusammengebrochen ist. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass man von einem auswärtigen Land Deutschland aus dort diese entstaatlichten Räume in irgendeiner Weise befrieden kann. Ich meine, es gibt natürlich Außenpolitik, in der versucht wird, auch zu steuern, aber grundsätzlich kann man nicht überall, also von Nordnigeria, Mali, Sahel, die Kaukasusregionen bis zum Nahen Osten, überall in irgendeiner Weise in Innenpolitik intervenieren. Das würde niemals funktionieren. Abgesehen davon, dass ich auch bezweifeln würde, dass sie immer die besseren Rezepte hätten. Da sind natürlich Problemlagen entstanden, die gehen weit zurück, auch in die Zeit des Kolonialismus, Grenzziehung und so weiter, die so einfach gar nicht aufzulösen sind. Aber das sind natürlich Ursachen für Radikalisierungs- und sind Rückzugsräume insbesondere. Ich bin aber immer noch der Meinung, was Syrien angeht, weil Syrien eine ganz andere Qualität ist, dass wir vor Jahren eigentlich da was als Europäer, als westliche Welt was tun sollten. Weil da findet systematisch ein Völkermord
Und die Islamisten sind jetzt gerade vor 2-3 Jahren zu einem Problem geworden und auf einmal interessiert die ganze Welt, was da passiert. Aber seit Jahren findet das systematisch ein Völkermord, das sage ich in aller Deutlichkeit. Und das finde ich schon problematisch, dass wir da untätig gewesen und das nicht verhindert. Weil was soll man denn machen? Bundeswehr einsetzen oder? Weiß ich nicht. Stichwort für Demokratie begeistern. Ich würde einfach mal gerne eine provokative Frage an die Runde stellen. Wenn Sie jetzt überlegen müssten, vor Ihnen steht Person XY und Sie müssten ganz kurz in wenigen Sätzen sagen, warum Sie für Demokratie sind oder warum Sie sagen würden, das würde mich überzeugen. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist oft, dass immer sehr formal argumentiert wird oder sehr, sag ich mal, enthaltsam neutral. Aber so richtig dieses Begeistern, was ja auch oft die Lücke dann ist, die Radikale füllen, das ist oftmals einfach auch, ich sag mal, zumindest schwer zu vermitteln, auch wenn alles von den Werten her eigentlich sehr, sehr positiv ist. Wie würden Sie da versuchen, eine Sprache, ein paar Punkte, ein paar, meinetwegen auch eine Wahlkampfaussage zu formulieren? Ja. Demokratie einfach machen. Ja, was bedeutet Demokratie eigentlich? Demokratie heißt zum Beispiel, okay, ich sag's mal, ich bin zu Hause, es klingelt an der Tür und ich mache die Türe auf und es ist nicht die Geheimpolizei, sondern der Nachbar. Demokratie heißt ein abstraktes Konzept, finde ich, an der Stelle. Das finde ich nicht einfach genug, um sie mal zu kritisieren. Demokratie heißt, ja, einfach die Möglichkeit, die Regierung loszuwerden, ohne Blutvergießen. Gewaltenteilung. Wieder abstrakt. Aber Sie haben das selbstverständlich recht. Die Presse. Ja, Sie haben recht, genau. Also das, ja. Aber ich glaube, es ging in die Frage, die, also ich habe mir einen Jugendlichen versucht vorzustellen, mit dem man ins Gespräch kommt, wo ich glaube, in die richtige Sprache, die Frage schon noch. Ja, es ist nicht ganz einfach, da muss man sich auch, glaube ich, mal Zeit nehmen, aber es ist, glaube ich, ein Ansporn an uns, nicht zumindest da auch weiterzudenken. Und ich glaube, es ist auch Stichwort inklusive politische Bildung, auch ja, Versuche von Kollegen und Kollegen gibt es da auch schon, da einfach zu arbeiten. Aber es ist nicht einfach, ein komplexes System dann auch runterzubrechen, so dass ich sowohl eine positive Emotion damit verbinde, es aber auch nicht verfälsche und ja, auf jeden Fall auch irgendwie noch richtig erklären können. Das heißt, was Bunja anklang, das Problem, wenn Sie Jugendlichen begegnen, die entsprechend in extremistischen Gruppen, wie auch immer, verortet unterwegs sind, wäre es Ihnen dann schwer, mehr zu sagen, als das ist falsch, was du denkst, weil das gibt das und das, wir können kein Gegenbeispiel setzen. Also, wir arbeiten nicht mit extremistischen Jugendlichen, also das ist nicht mal unsere Baustelle, vielleicht dann Ihre. Wir arbeiten in der Regel, richten uns an allgemeine Jugendliche. Leute, die eben, also in Schulen, die eben ganz normale Schüler sind, Jugendliche. Und ich glaube, da gelingt es uns schon, also aufgrund von Erfahrungen oder sagen wir mal auch, weil wir auch als außerschulische Akteure wahrgenommen werden und oft mit jüngeren Leuten unterwegs sind. Also sind auch ein paar hier, die können Sie auch fragen und vielleicht auch mit Ihren Erfahrungen fragen. Ich glaube, wir haben Aufmerksamkeitsvorsprung vor Lehrkräften. Wir schaffen es, sagen wir mal, Beziehungen aufzubauen, die Lehrkräfte eben nicht aufbauen können. Und kommen nicht mit Notendruck, also von daher sind wir, glaube ich, da auch im Vorteil und ich glaube, es gelingt uns auch mit methodisch anderen Arbeiten als Lehrkräfte das können, auch da eigentlich auch sehr gut Zugänge zu schaffen zu Jugendlichen. Also von daher denke ich, ist unsere Arbeit auf jeden Fall wichtig, richtig und auch gut. Ich würde es etwas plakativer machen, ich würde sagen, das Wichtigste ist die Freiheit. Ohne Demokratie gibt es keine Freiheit und die Freiheit ist, das würde ich Jugendlichen mit sehr drastischen Beispielen, was Unfreiheit ist, wie Sie gesagt haben, die Gestapo steht an der Tür, so etwas zeigen, der Wert der Freiheit, den man gar nicht hoch genug schätzen kann, in anderen Ländern sterben Menschen für die Freiheit, die gehen auf die Straße für Demokratie, weil sie Freiheit wollen. Und das Zweite, was ich wichtig finde, Demokratie ist nicht zu denken ohne Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, die Sicherung unserer Rechte, der Menschenrechte. Und das erscheinen mir essentiell, Freiheit und Menschenrechte. Unabhängige Justiz. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Herr Mansour, was ist Demokratie wissen? Ich sage lieber einfach anders.
Also ich gebe ein Beispiel. Das ist kein leichter und kein einfacher Frage. Wir arbeiten bei dem Projekt hier zum Beispiel mit jungen Menschen gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und für Gleichberechtigung. Und wir gehen hin und erstmal nehmen wir die Tische weg und machen einen Halbkreis. Wir sind die Ahmad und Yelmaz heißen, das heißt, wir kommen aus diesem Kulturkreis und fangen an, Fragen zu stellen. Und auf die ersten Fragen antworten die meisten Jungs oder Mädels, bei uns ist es so. Ist es aber, muss so sein. Und dann stellen wir nochmal Fragen, nochmal Fragen. Und dann merken wir nach ein oder zwei Stunden, dass diese Jugendlichen auf einmal Spaß haben, das zu hinterfragen, was sie von zu Hause oder von ihrem Freundeskreis mitgebracht haben. Dass sie anfangen, ihre eigene Meinung zu bilden, zu argumentieren. Dass sie auf einmal innerhalb von drei Stunden mündig werden. Und ich glaube, Demokratie bedeutet erstmal zu kritisch zu denken, zu hinterfragen und seine eigene Meinung zu bilden und nicht von irgendjemandem anderen. Und die meisten Jugendlichen haben daran Spaß, das zu tun. Auch wenn sie aus patriarchalischen Familien kommen, wo sie bis jetzt das nicht so oft gemacht haben. Gut, dann vielleicht die zweite noch eine Frage. Welches Forum ist denn in der Schule, der das so ein Gesprächskreis religionsübergreifend organisiert? Also mit zum Beispiel so Schülerparlament oder so Diskussionsforum, das in den Stundenplan integriert ist. Aus Erfahrung weiß ich das, also das Fach Gemeinschaftskunde sich manchmal erschöpft hat, welcher Bundeskanzler man oder wie die Bundeskanzler hieß und so weiter und so fort. Das ist natürlich völlig uninteressant. Aber es wäre interessanter, wenn die verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Konfessionen mal untereinander Kontakt hätten und nicht nur in islamischen Kreisen diskutieren, sondern mal insgesamt in der Schule. Vielleicht kann man das mal ins Publikum weitergeben. Sind da einige Jüngere da? Noch in der Schule, Schulzeit vielleicht nicht so lange her. Wer sich traut, wäre ganz interessant, mal so ein bisschen zu berichten, was habt ihr denn erlebt für Gesprächsmöglichkeiten? Wie sieht es im Alltag aus? Also ich habe an der PH Heidelberg evangelische Theologie studiert und wir hatten regelmäßig einen interkulturellen Austausch in Heidelberg mit Leuten, die muslimischen, also Islamwissenschaften studiert haben, Karlsruhe, mit jüdischen Geschwistern, die auch kamen. Katholiken und Protestanten ist auch nicht selbstverständlich. Und es war immer eine unheimlich gute Zeit. Und zum Schluss hatten wir sogar so etwas wie einen gemeinsamen Gottesdienst. Ja? Und es war dafür da, für uns selbst Vorurteile abzubauen, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch Kontakte für später zu knüpfen. Aber immer anders war auch, über Werte zu diskutieren. Ich glaube, es ist hier auch schon mal angeklungen, wurde dann als solches nicht mehr diskutiert. Die Frage der Toleranz versus wir haben auch Werte und es bleibt weiterhin eine Herausforderung. Aber meiner Meinung nach war auch ein Anlass, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also rein aus der Schule selber kam sowas ursprünglich nicht. Wir gehen dann auch in Schulen und führen dort einen interkulturellen Austausch durch. Aber das ist eben die Mündigkeit der Lehrkräfte, die auch oft Ängste haben. Ja? Ja. Mein Problem ist, es gibt wunderbare Projekte und das scheint mir auch genauso, ohne das kennenzulernen. Aber diese Projekte bleiben immer punktuell. Es gibt gute Projekte in Berlin, es gibt gute Projekte in Heidelberg, in München. Aber wir brauchen flächendeckend. Wir brauchen das in der Lehrpläne. Das ist genau, was Sie auch gefragt haben. Wir brauchen Räume, wo die Lehrer in der Lage sind, politische Themen anzusprechen, und zwar aktuelle politische Themen. Die Mehrheit der Lehrer und Lehrerinnen haben nach dem Sommer angerufen und gesagt haben, wir haben hier Schüler und Schülerinnen, die krasse und sehr problematische Aussagen gegenüber Juden machen, nach dem Sommer, nach dem Gaza-Krieg. Und sie waren total überfordert. Ich habe allen gefragt, ob sie überhaupt über das Thema Gaza-Konflikt geredet haben. Nein, natürlich nicht. Wann soll ich das machen? Ich kenne mich auch nicht aus. Das geht aber nicht. Da muss über das Thema täglich gesprochen werden. Wenn wir das nicht tun, dann holen sie ihre Informationen von irgendwelchen
irgendwelche fragwürdige Satellitensender oder fragwürdige Facebook-Seiten und dann sind sie noch mehr antisemitisch angestellt. Und das darf nicht passieren. Wir müssen diese Jugendliche erreichen. Auch über Syrien, auch über Islam gehört zu Deutschland, über alltägliche Situationen, über Medien. Die Medien sind gegen den Islam. Darüber müssen wir reden, müssen wir ihnen klären, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Und wenn wir diese Räume nicht da haben, wir meinten, Schule ist ein Sozialisationsinstrument, nicht nur Bildungsinstitut. Aber ich habe das Gefühl, dass sie gerade in vielen, vielen Schulen, die ich besuche, nur eine Aufgabe gibt, und zwar Bildung. Aber was Sozialisation angeht, was politische Themen angeht, da passiert leider kaum was. Also ich habe folgende Ansicht, also das Thema ist ja sehr aktuell in den letzten Jahren halt sehr ins Tageslicht gekommen. Wie schaut das aus? Wie ist die Entwicklung überhaupt entstanden? Ich meine, die Ideologie, eine neue Ideologie zu finden, von den bisherigen, woher die Unzufriedenheit herrscht oder welche Wege dahin führen. Wenn ich jetzt mal so nachdenke, also geschichtlich und auch vielleicht mal auch aus einer anderen Ebene, der Gesellschaftsebene, weil das da in der Gesellschaft steckt ja das größte Potenzial drin, mit der Gesellschaft früher, als in den 60er, 70er Jahren die Gastarbeiter hierher kamen, viele darunter Muslime, da war das ja nicht so groß ein Problem. Diese Personen, diese Menschen, die waren ja mit ihren Familien sehr willkommen. Ab wann ist überhaupt diese Abgrenzung entstanden? Wieso ist es passiert? Was hat in der Gesellschaft das Umdenken überhaupt veranlasst, dass es überhaupt so weit kam? Also ich rede zu viel, aber ich mache es kurz, weil es mich sehr interessiert. Ich glaube, dass diese Konflikte entstanden, als man merkte, dass diese Leute nicht zurückkehren wollen, sondern hier bleiben. Und ich glaube, dass wir gerade eine Generation von jungen Menschen haben, die sehr bewusst sind, die die Sprache beherrschen, die das Gefühl haben, sie gehören dazu und sagen ihre Meinung auch ganz laut und sagen auch die Meinung, die uns nicht gefällt, die undemokratisch ist, der uns auch abwertet. Und ich glaube, dass es Dynamik oder dynamische Entwicklungen gab von beiden Seiten. Auf die Mehrheitsgesellschaft gibt es diejenigen, die immer wieder uns das Gefühl geben, wir sind gefährlich, wir sind falsch, unsere Religion ist falsch, alles was wir tun ist falsch und das bringt diese Jugendlichen dazu, eine andere Identität zu suchen, um diese Menschen zu schockieren, um ihnen zu zeigen, wenn wir nicht dazugehören dürfen, dann wollen wir das gar nicht und dann nehmen wir was ganz anderes, der euch schockiert. Und heute kann ich nicht besser meinen Lehrer oder Nachbarn schockieren, als jetzt irgendwelche salafistische Kleidung zu haben. Oder zu sagen, ich bin beladen worden in der Schule. Auf die andere Seite haben wir Erziehungsmethoden und Ängste bei vielen, vielen Familien, die Ängste haben, ihre Identität zu verlieren, die Ängste haben, dass sie nicht ihre Kinder das geben, was ihnen ausmacht, was ihre Identität ist und vermitteln auch bestimmte Inhalte sehr überspitzt, sehr radikal. Und das führt dazu, dass die jungen Menschen auch nicht wollen, dazu zu gehören. Ich gebe immer diese Beispiele. Nicht nur die Lehrerin, die mir vermittelt, ich gehöre nicht dazu, sondern jedes Kind kommt irgendwann nach Hause und fragt seine Eltern, Papa, Mama, wieso essen wir kein Schweinfleisch? Und die Art und Weise, wie die Eltern diese Frage beantworten, ist entscheidend, ob dieses Kind dann irgendwann dazugehören will oder nicht. Ich kann meinem Kind sagen, schmeckt mir nicht. Islamisch verboten. Ungesund. Da beziehe ich mich auf mich und da gibt es Eltern, die das tun. Aber es gibt viele Eltern, die ganz anders die Frage beantworten, indem sie sagen, wenn du Schwein bist, dann bist du Schwein. Oder das sind die Leute, die die falsche Religion ausüben. Oder das ist schmutzige Menschen. Und wie soll dieses Kind dann seine Lehrerin akzeptieren, respektieren, die ein Salami-Sandwich in der Pause ist? Und das sind die grundlegenden Erziehungsmethoden und Aussagen, die dazu führen, dass dieses Kind nicht dazu gehört. Vielleicht nochmal etwas dazu. Es gibt ja nicht nur diese eine Perspektive, die andere ist ja auch. Letzte Frage, aber die Uhr tickt laut. Es ist ja richtig, es gibt ja diese eine Perspektive, aber es gibt auch die andere Perspektive. Was können wir in der deutschen Gesellschaft machen? Ja, das ist ja auch letztendlich die Mehrheit. Diese Akzeptanz, ja, du isst kein Salamibrötchen, das ist vollkommen okay und
dieses Miteinander, dieses Wir-Gefühl von damals, das man hatte, diese Neugierde, ja, ich sage es mal so plakativ, also da sind Türken gekommen, ja, wir wissen nicht, wie Türken aussehen, wir gucken, wir gehen mal Türken uns anschauen. Ja, diese Neugierde, die ist ja nicht mehr vorhanden irgendwo, eher diese Abgrenzung. Also ich habe am Anfang ganz klar gesagt, ihr Debatte müssen wir abschaffen, wir brauchen eine Wir-Debatte und wir brauchen auch diese Jugendlichen das Gefühl geben, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Deshalb ist auch die Sprache wichtig. Das sind deutsche Zustände, das sind deutsche Jugendliche, egal mit oder ohne Migrationshintergrund. Das fällt aber viele schwer, das alles Deutscher zu bezeichnen, weil sie Ahmad heißen. Ja. Also mich würde es halt sehr auch noch zusätzlich interessieren, wie es mal mit der politischen Bildung angehen könnte und auch mit der Wissenschaft allgemein. Was können wir tun? Und zwar in vielen Perspektiven, nicht nur diese eine Seite zu betrachten, sondern auch die deutsche Bevölkerung, diese Bereitschaft. Was könnte man da als Konzept sehen? Ich bin ja sehr gespannt, was das Konzept haben wir schon versucht. Kurze Dreisatzantworten vielleicht, das ist einfach schneller Schlussrunde. Ja, also vielleicht aus Sicht der politischen Bildung vielleicht ein Einsatzantwort, wir haben versucht der Dekategorisierung, das wäre so eine Bierdebatte, einfach versucht, Kategorien zu dekonstruieren als Aufgabe politischer Bildung. Auch ganz kurz aus meinem Arbeitsbereich. Ich habe eine Reihe an Vorträgen, in denen Muslime, Nicht-Muslime zu genau diesen Fragen von Islam in Deutschland, pluralistische Gesellschaft, Vorträge halten. Das richtet sich auch an die Frankfurter Gesellschaft, nicht nur an die Studierenden. Und da finden wir eigentlich ganz schöne Gespräche über wichtige Fragen. Wir beziehen immer. Und eine andere Sache vielleicht noch, ich habe ein absolut bunt zusammengesetztes Team und wir haben einen pluralistischen Schrein, einen Altar, bei dem alle meine Studenten, meine Gäste irgendetwas mitbringen und das ist sozusagen die Visualisierung von Toleranz, dass alles seine Berechtigung hat. Vielen Dank. Jetzt sind wir am Ende dieser Diskussion. Das Schöne ist, es geht hier noch ein bisschen weiter im Gespräch mit einem kleinen Fastenbrechen von der Initiative hier vor Ort teilseitig initiiert. Da kann man bestimmt auch noch einige Dinge mal besprechen. Ich denke, da sind alle hier noch ein, zwei Minuten auf jeden Fall vor Ort. Und jetzt, ja, Antworten haben wir eigentlich gar nicht so richtig bekommen, was wir machen könnten. Viele Ideen, paar Ideen, woran es liegen könnte. Wert unser System. Uns geht es doch gut, weil wir dieses System haben. Wir brauchen das Problem machen in die islamischen Länder, wie schlecht es doch zum Sein ist. Vergleichen wir das nochmal, da wissen wir, wie wertvoll unser System ist. Dieses Bewusstsein haben wir jetzt tatsächlich gestärkt bekommen. Ansonsten aber fand ich eins sehr interessant, Fragen stellen ist sehr wichtig. Und das hilft auch. Das haben wir hier gemacht und ich möchte jetzt unser Podium noch ein bisschen überfallen. Formulieren Sie doch bitte eine Frage, die Sie sagen, geht bitte mit dieser Frage nach Hause. Für euch, für Jugendliche, die ihr trefft, für eure Familie, einfach eine Frage, mit der wir uns jeden Abend verabschieden. Kann man so bei dieser Idee von Ihnen fast initiiert wurde, sagen wir es mal so. Welche Frage finden Sie? Da kann man heute mal drüber nachdenken. Ich habe sie schon formuliert. Wieso können wir Menschen sehr einfach für Apple-Produkte begeistern, aber nicht für Demokratie? Bildungsfrage. Ja, immer Antworten. Ja, Bildungsfrage. Ich will die Frage stellen, was führt dazu, dass Menschen zufrieden sind mit ihrem Leben und ihrer Umgebung? Ich will jetzt nicht den Begriff des Glücks, sondern der Zufriedenheit. Dankeschön. Meine Frage, warum fällt es Ihnen so leicht, zwischen zwei Pizzasorten zu entscheiden, aber so schwierig zwischen CDU und SPD? Vielen Dank und dann noch einen schönen Abend und Zeit.